Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie auch heute wieder zu einem unserer TÜV Süd H2 Forum begrüßen zu dürfen. Heute zum ersten Mal aus unserem Headquarter aus München. Mein Name ist Patrick Schmidt. Ich bin Sachverständiger der Anlagensicherheit in Essen sowie auch Business Development Manager für Pipeline und Wasserstoff beim TÜV Süd. Neben meinen geschätzten Kollegen aus München bin ich einer der Organisatoren dieser Veranstaltung und freue mich auch heute wieder, Sie durch die Veranstaltung führen zu dürfen. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Auch von meiner Seite darf ich Sie ganz recht herzlich begrüßen zu unserem Wasserstoffforum unter dem Titel Grüner Wasserstoff startet mit Elektrolyse. Ich freue mich oder habe mich auch sehr gefreut, dass dieser Titel auch Beachtung bei der bayerischen Staatsregierung gefunden hat und Hubert Aiwanger, unser Wirtschaftsminister, hat uns hierzu auch eine Keynote gesendet, die Herstellung von grünem Wasserstoff mit nachhaltigen Energieressourcen beinhaltet. Ich bin schon gespannt auf diese Keynote. Mein Name ist Ferdinand Neuser. Wie gesagt, ich bin Geschäftsführer der TÜV Süd Industrieservice GmbH. Und für uns ist das Thema Wasserstoff schon seit vielen, vielen Jahren ein Thema. Angefangen hat es erstmal mit der Automobilität, mit BMW direkt vor unserer Haustür. Aber dieses Thema hat natürlich mit der Energiewende an Fahrt jetzt aufgenommen. Ja, wenn wir über eine dekarbonisierte Zukunft sprechen, dann sprechen wir im Grunde genommen von einer Riesentransformation, von einer fossilbasierten Wirtschaft oder fossilen Energieträgern basierten Wirtschaft hin zu einer Stromwirtschaft. Und das in vielen Lebensbereichen. Diesen Trend können wir übrigens heute schon beobachten, und zwar vom Kleinen bis zum Großen. Angefangen von der Elektrifizierung im Haushaltsbereich, angefangen von Motorrasenmähern, die jetzt elektrisch werden, Motorsägen, die elektrisch werden, bis hin zur Wärmepumpe, der Wärmeversorgung von Häusern, bis zur Elektromobilität, können wir diesen Trend der Elektrifizierung ganzer Lebensbereiche beobachten. Dabei ist das Lebenselixier bei dieser Transformation grüner Strom aus erneuerbaren Energien, wenn wir das in den Kontext der Dekarbonisierung stellen. Aber nicht alle Bereiche, insbesondere in der Industrie, lassen sich elektrifizieren. So benötigt die chemische Industrie oder die Stahlindustrie, aber auch der Luft- und Schwerlastverkehr Wasserstoff entweder als Grundstoff für chemische Prozesse oder sogar vielleicht in Zukunft Luftverkehr bzw. Schwerlastverkehr als Treibstoff. Jüngst wurde der Wasserstoff in einer Veranstaltung, das hat mir sehr gut gefallen, von Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung als der Champagner der Energiewende bezeichnet. Sie führte dafür zwei Gründe an. Zum einen ist die Erzeugung von Wasserstoff noch sehr teuer, aber zum anderen ist der Wasserstoff, wie bereits angesprochen, ein wertvoller Grundstoff für viele Industrien, insbesondere im Raffineriebereich, aber natürlich auch in der chemisch-pharmazeutischen Industrie. In einem sind sich die Experten einig: grüner Wasserstoff wird bei der Dekarbonisierung der Industrie eine wichtige Rolle spielen. Das Werkzeug, um grünen Wasserstoff aus Wasser zu gewinnen, gibt es schon lange, nämlich dem Elektrolyseur. Großtechnisch wurde er schon 1890 zur Gewinnung von Metallen wie beispielsweise Kupfer oder Aluminium eingesetzt. Derzeit sind in Deutschland jetzt nur für grünen Wasserstoff ca. 0,05 Gigawatt an Elektrolyseleistung installiert. Wenn wir das von der Bundesregierung angestrebte Ausbauziel von 5 Gigawatt in 2030 zugrunde legen, könnten ca. 20 Terawattstunden, und das ist sehr optimistisch, an grünem Wasserstoff erzeugt werden. Mit diesen 5 Gigawatt, heute im Handelsblatt ist eine Zahl von 14, 15 Terawattstunden veröffentlicht, aber sind wir mal ganz optimistisch, wenn wir das Ausbauziel von 5 Gigawatt Elektrolyseleistung, also von 0,05 bis 5 Gigawatt in 2030 zugrunde legen, könnten wir ca. 20 Terawattstunden grünen Wasserstoff
erzeugen. Aber gemessen an dem Bedarf, wenn wir alleine nur die chemische Industrie dekarbonisieren wollen, dann liegt der bei ca. 600 Terawattstunden, also 20 in 2030 und 600 Terawattstunden, falls wir die komplette chemische Industrie dekarbonisieren wollen, dann ist es sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein. Das heißt aber im Klartext, es gibt, was den Ausbau der Elektrolyse anbelangt, noch eine Menge zu tun, nur um lediglich das 2030er Ausbauziel zu erreichen. Wenn wir uns das überlegen, was dann eigentlich aber noch Voraussetzung ist, das heißt, wir brauchen, um natürlich nachhaltig und dekarbonisierten Wasserstoff sozusagen zu verwenden, also nicht grauen Wasserstoff, aber auch wenn man jetzt den blauen Wasserstoff außer Acht lassen würde, wir brauchen Unmengen an Strom, um den Wasserstoffbedarf der Zukunft zu decken. Das wird Deutschland nicht ganz alleine schaffen, also werden wir Wasserstoff zum einen importieren müssen. Das heißt, wir müssen sicherlich Partnerschaften mit Ländern eingehen, die bessere klimatische Bedingungen haben, um Wasserstoff im großen oder im industriellen Maßstab zu erzeugen. Ob das jetzt Australien ist, ob das die Sahara-Staaten sind. Zweitens, und das ist natürlich eine extreme Herkulesaufgabe, wir müssen die erneuerbare Energie nicht nur massiv, sondern massivst mit einer viel höheren Geschwindigkeit ausbauen. Wenn wir nur genügend Strom für die Elektrifizierung erzeugen wollen, der anderen Lebensbereiche, und dann noch grünen Wasserstoff herstellen wollen. Vor kurzem habe ich hier eine Zahl gelesen, das würde ungefähr bedeuten, wenn wir das alles schaffen wollen bis 2050, dass wir 1500 Windräder pro Jahr neu installieren müssen. Und das Dritte ist, wir müssen natürlich es schaffen, dass wir Großelektrolyseure in der Megawatt-Range im industriellen Maßstab entwickeln und herstellen können. Ich habe vor kurzem mit einem namhaften Vertreter eines Herstellers gesprochen und er hat mir ein Bild gebracht, das mich wirklich erstaunt hat, indem er sagte, der technische Stand in der Elektrolyse, die seit vielen Jahrzehnten im Einsatz ist, aber nicht besonders weiterentwickelt wurde, ist auf dem Stand der 70er Jahre der Autoindustrie. Und da sieht man natürlich, wie viel Potenzial da noch drinsteckt und vor allem auch, wie viel Herausforderung noch drinsteckt, wenn man Großelektrolyseure im Megawatt-Bereich tatsächlich in Serie industriell ähnlich wie Fahrzeuge herstellen will. Also hier gibt es auch noch eine Menge zu tun und eine Menge Herausforderungen. Und ich kann nur sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, packen wir es schlicht und einfach an. Es ist sicherlich interessant, diese ganzen Aufgaben anzugehen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich jetzt auch eine interessante Veranstaltung, viele gute Informationen und übergebe zurück an Herrn Schmidt. Ja, herzlichen Dank, Herr Neuwieser, für die interessanten einleitenden Worte. Ja, Sie konnten nochmals unterstreichen, welche wichtige Rolle der Wasserstoff in der Energiewende einnehmen wird, aber auch, welche Herausforderungen dies mitbringt. Ja, das wird eine sehr interessante Zeit. Gut, Herr Neuwieser, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und bedanke mich bei Ihnen nochmals recht herzlich und möchte nun im Programm fortfahren. Kommen wir nun zu unserem nächsten Programmpunkt. Mit großer Freude darf ich Ihnen den bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie aus München, Herrn Hubert Aiwanger, ankündigen, der sich nun mit einer Videobotschaft an Sie richtet, um unser heutiges Thema nochmals, wie soll ich sagen, dick zu unterstreichen. Wir werden nun diese Videobotschaft kurz einspielen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Forum von TÜV Süd zum Thema grüner Wasserstoff startet mit Elektrolyse. Ja, Elektrolyse wird der Weg sein, Wasserstoff zu erzeugen, aber ich bin überzeugt, der grüne Wasserstoff startet schon vorher. Er braucht die erneuerbaren Energien, die dann den Elektrolyseur betreiben. Aber trotzdem sind wir hier auf dem richtigen Weg. Wir haben in Bayern sehr früh losgelegt mit unserer Wasserstoffpolitik, mit unserer Wasserstoffstrategie.
vor gut einem Jahr eine bayerische Wasserstoffstrategie und vor gut 2 Jahren unser Wasserstoffbündnis Bayern gegründet, mit mittlerweile knapp 200 teilweise Global Playern, die hier mitmachen. Bayern hat sich der Wasserstoffwirtschaft verschrieben, weil wir der Überzeugung sind, dass wir damit Klimaschutz und Arbeitsplatzschutz unter einen Hut bekommen. TÜV hat ja eine ausgewiesene Expertise im Bereich Wasserstoff. Hier ist ja sehr vieles zu erledigen, sehr vieles auch technisch perfekt zu beherrschen. Und damit, glaube ich, ist auch der Ball ins bayerische, ins deutsche Spielfeld zurückgespielt. Wenn wir von internationaler Wasserstoffwirtschaft reden, dann wird es ohne unsere Expertise nicht gehen. Dann wird es ohne die Expertise von TÜV Süd nicht gehen. Das ist eine riesige Chance für die Arbeitsplätze der Zukunft. Und ich bin der Überzeugung, dass unsere bayerischen Firmen diese Produkte auf den Weltmarkt platzieren werden. Unsere Elektrolyseure werden am Ende in aller Herren Länder den grünen Wasserstoff erzeugen, den wir brauchen, um die Mobilität zu dekarbonisieren, die Industrie hier klimakorrekt zu betreiben, die Häuser mit grünem Wasserstoff am Ende zu beheizen und nicht mehr mit fossilem Erdgas und dergleichen mehr. Also eine spannende Zukunftsherausforderung, die aber in meinen Augen politisch mittlerweile entschieden ist, dass sie erfolgreich ist. Vor einigen Jahren wurde hier ja noch sehr kontrovers diskutiert. Mittlerweile sieht man, dass die Wasserstoffwirtschaft Realität wird. Wir haben vor wenigen Tagen in Wunsiedel den Spatenstich für einen großen Elektrolyseur der dortigen kommunalen Stadtwerke gemacht. Wir haben vor kurzem unterschrieben den Siemens Wasserstoffzug, der in 2 Jahren als Pilot in Bayern fahren soll, von Augsburg nach Füssen. Also auch hier das klare Bekenntnis der bayerischen Staatsregierung, auch im Bereich der Mobilität auf Wasserstoff zu setzen. Und wenn wir heute sehen, dass wir erst wenige 100.000 rein batterieelektrische Fahrzeuge haben, aber über 40 Millionen Kfz in Deutschland haben, die am Ende angetrieben werden müssen, dann bin ich auch hier der Überzeugung, dass hier grüner Wasserstoff eine sehr zentrale Rolle schon in wenigen Jahren spielen wird. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Wir freuen uns über diese Partnerschaft. Ich freue mich auf diese Konferenz. Ich danke Ihnen, dass Sie dieses Fachgespräch abwickeln, allen Teilnehmern alles Gute und drücken wir uns gemeinsam die Daumen, dass die Wasserstoffwirtschaft zum Erfolg wird. Vielen Dank. Ja, eine tolle Sache, dass das funktioniert hat. Ich möchte mich recht herzlich bei Herrn Aiwanger und auch natürlich seinem Ministerium für die Videobotschaft bedanken, dass das so alles reibungslos funktioniert hat. Herzlichen Dank dafür. So, dann wollen wir nun in unsere Fachvorträge starten. Ich darf Ihnen hierzu recht herzlich den Principal Key Expert Energy Storage der Siemens AG aus Erlangen, Herrn Dr. Rainer Salinger, ankündigen. Herr Dr. Salinger wird heute über die dezentrale H2-Erzeugung als Chance für Sektorkopplung und lokale Wertschöpfung referieren. Hallo, Herr Salinger. Danke, Herr Schmidt, und auch vielen Dank für die Einladung zu diesem Forum. Vielleicht 2 Worte zu meiner Person. Rainer Salinger, mein Name, von der Siemens AG in Erlangen. Seit 14 Jahren im Unternehmen Siemens tätig in verschiedenen Funktionen, unter anderem auch da als Principal Key Expert aktiv, das heißt Experte für Energiespeicherung, und seit 5 Jahren im Bereich dezentrale Energiesysteme tätig. Sprich, wir entwickeln Projekte in dezentralen Versorgungsstrukturen, im kommunalen Bereich, im industriellen Bereich, um Energiewende lokal technisch und wirtschaftlich attraktiv zu machen. Das ist unsere Aufgabe und kann auch vorwegnehmen, also seit 2 Jahren beschäftigen wir uns sehr intensiv mit Wasserstoffprojekten. Das Projekt Wunsiedel ist ja schon genannt, dass es auch mit unserem Zutun passiert. Das Thema startet mit Elektrolyse ist ein wichtiges Stichwort, nämlich die Frage ist, wo denn die Elektrolyse letztendlich stehen wird. Wir haben auch in den Vorrednern auch gehört, ein gewissen Anteil wird aus Importwasserstoff kommen müssen. Das ist unbestritten, aber womit fangen wir denn an? Und haben wir nicht hier auch viele Voraussetzungen in der Dezentralität, um Wasserstoffelektrolyse zu platzieren, wie auch in Wunsiedel oder anderen Standorten, die wir auch später im Laufe des Nachmittags noch kennenlernen werden? Gut, ich
möchte damit starten, um sich nochmal bewusst zu machen, der Herr Neuwiese hat ja schon erwähnt, wie groß die Herausforderungen sind und das nochmal in Zahlen gefasst. Und dabei habe ich mich verschiedenen Studien bedient, habe ich auch sauber zitiert, da muss man heutzutage aufpassen. Die Energiewende wird von der Stromseite aus gesteuert, getrieben und bietet für die anderen Sektoren eine große Möglichkeit, sich mit zu dekarbonisieren über grün produzierten Strom. Man sieht hier in der Vergangenheit ist einiges passiert, aber wenn man jetzt so die letzten 10 Jahre mal anschaut, in den einzelnen Sektoren die größten CO2-Emittenten im Energieverbrauch sind nach wie vor Energiewirtschaft, Industrie, Mobilität in der Reihenfolge. Man sieht in der Strombranche hier unten die -31%. Da hat sich sehr viel getan, da sind wir auch einen enorm schnellen Weg nach unten gekommen. Auch im Bereich Haushalte hat sich einiges getan, aber es gibt ein paar Bereiche, die eben in den letzten 10 Jahren sich kaum mehr weiterentwickelt haben im Bereich CO2-Emissionen oder sogar in die Gegenrichtung bewegt haben. Und das muss jetzt binnen der nächsten Jahre komplett umgedreht werden. Das ist diese riesige Herausforderung, vor der wir stehen. Wenn wir dann nämlich die Ziele des neuen Klimaschutzgesetzes, Klimaneutralität bis 2045, mal runterbrechen auf die einzelnen Sektoren und die Senkungsziele, sieht man, dass sich das eigentlich nochmal verdoppelt und das von einem Niveau, was vorher gar nicht existent war in Senkungszielen. Also insbesondere, wenn man auf das Thema Mobilität schaut, was in den letzten 10 Jahren eher nach oben gegangen ist vom CO2-Emissionen, die müssen jetzt um 43% runter. Das geht natürlich nur mit Elektrifizierung auf allen Ebenen. Und da wird auch, und das sieht man eigentlich auch schon, wo Wasserstoff eine Rolle spielen wird, da wird nicht alles komplett elektrifiziert werden durch Batteriefahrzeuge, sondern da wird auch Wasserstoff im Bereich Mobilität eine gewisse Rolle spielen. Ebenso ist das der Fall für das Thema Industrie und auch für die Stromwirtschaft. Warum ich das so weit aushole, man sieht nämlich genau an diesen Themen, wo in der Dezentralität der Nutzen sich ergeben wird. Und da ergibt sich eben jetzt heute schon, so viel möchte ich vorwegnehmen, wir brauchen also nicht darauf warten, bis wir Importquellen aus anderen Herrenländern verfügbar haben. Nochmal runtergebrochen aus einer anderen Studie, auch mittlerweile gestern vom Bundeswirtschaftsminister Altmaier kommuniziert, dass wir jetzt nicht mehr von einem senkenden Strombedarf ausgehen, sondern von einem stark steigenden Strombedarf. Das ist wichtig, das anzuerkennen, dass eben überall Elektrifizierung das Mittel der Wahl ist, um zu dekarbonisieren. Aber das geht eben auch nur mit zusätzlichem Aufbau von Erzeugungsanlagen. Aber es ist eben eine massive Steigerung bis auf 1000 Terawattstunden Strom, die wir zur Klimaneutralität benötigen. Und man sieht hier erstmals, hier das mal ein bisschen hervorzuheben, hier in dem blauen Bereich, dass auch Strombedarf für Wasserstofferzeugung beinhaltet ist in diesen Szenarien der Agora Energiewende. Was bedeutet es auf der Erzeugerseite? Wir haben ein komplettes Ausphasen aller fossiler Energieträger, zum Schluss eben auch von dem fossilen Erdgas und ein drastischer Ausbau von erneuerbaren Energien, der notwendig sein wird, um die Versorgungssicherheit darzustellen. Und Thema Versorgungssicherheit heißt auch, und das sieht man hier unten in diesen kleinen Balken, dass die Flexibilitäten, die so ein Stromsystem benötigt, und Flexibilitäten könnten sein, Batteriespeicher kann aber auch oder muss auch in großen Bereichen Wasserstoffreelektrifizierung sein. Die müssen dann Versorgungssicherheit langfristig herstellen, um die 100 Gigawatt Leistung, die wir so im Schnitt maximal aus dem deutschen Stromnetzen bei konventionellen Verbrauchern ziehen, gewährleistet sind. Und wir werden nicht, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wegen der Energiewende massiv auf Stromimporte zurückgreifen, so diese Studie, sondern wir können vieles davon auch in Deutschland schaffen. So, und wenn man jetzt sich anschaut, wie denn der Strommix der Erneuerbaren ausschaut. Wenig verwunderlich taucht da ein großer blauer und großer gelber Balken auf, nämlich Wind und Sonne. Das sind die Mittel der Wahl, weil andere Bereiche eigentlich nahezu ausgeschöpft sind in Deutschland. Und in diesen Mengen heißt das, umgesetzt in Zubauraten, dass wir beim Wind on schon eine Verdreifachung der Leistung benötigen. Also hier rechts die Gigawatt von 50 Gigawatt auf 150 Gigawatt hochlaufen. Im Offshore-Windbereich eine Verzehnfachung und dasselbe im PV-Bereich.
Das Ganze kann sich natürlich, und das ist der springende Punkt, je nachdem, wie die einzelnen Technologien von der Gesellschaft bewertet werden, auch in die eine oder andere Richtung verschieben. Das heißt, so ein massiver Ausbau von erneuerbarer Leistung braucht eigentlich eine positive Begleitung von allen Entscheidungsträgern, allen gesellschaftlichen Einheiten, damit es überhaupt gelingen kann. Und das muss jedem bewusst sein, dass Dekarbonisierung auch einen gewissen Preis an verschiedenen Stellen nach sich zieht. So, kommen wir zum Thema Wasserstoff. Da ist erstmal der wichtige Punkt zu erwähnen, dass wir heute schon sehr viel Wasserstoffbedarf haben. Das sind 71 Terawattstunden, die in die Branchen Grundstoffchemie im Wesentlichen gehen, also Ammoniak, Methanolsynthese, aber auch in die Mineralölverarbeitung, um Öl auf die Brenneigenschaften zu bringen, die in Benzin und unsere Motoren benötigen. Da haben wir erstmal eine große Herausforderung, das grün zu bekommen. Und wir sehen direkt daneben gestellt diese Transformation zum grünen Wasserstoff laut dieser Studie, auch wieder von Agora, wo das denn gesehen wird, dieser grüne Wasserstoff. Auch da Grundstoffchemie, da werden die ersten Mengen substituiert, die heute schon beliefert werden. Aber auch in die Stahl-Roheisenindustrien. Das sieht man auch an den Förderprogrammen, dass viele stark in diese Richtung gehen, damit diese Stahlindustrie in Deutschland einen Weg hat, zu dekarbonisieren. Aber auch überraschend vielleicht, dass auch im Bereich Fernwärme, Strom auch bis 2030 die ersten Mengen Wasserstoff benötigt werden. Man denke nur an die vielen KWK-Anlagen, die heute mit Erdgas betrieben werden, Brennertechnologie, wo es auch im Rahmen der Dekarbonisierung vieler Unternehmen einen Plan B gibt, wie denn diese Erzeugungsanlagen langfristig dekarbonisiert werden können. Also Wasserstoff wird für alle dieser Branchen ein Mittel der Wahl werden, um zu dekarbonisieren. So ein Mittel. Es kann auch verschiedene andere Wege geben. Um das mal in Perspektive zu setzen, wie viel mehr Erzeugungsleistung brauchen wir für diese Mengen Wasserstoff? Mal umgesetzt mit dem Energiemix bedeutet es langfristig 250 Gigawatt mehr PV- und Windleistung, als wir ohne die Elektrolyse im Land benötigen würden. Und die Frage ist letztendlich, wie viel davon müssen wir importieren und wie viel wollen wir vielleicht auch im gesellschaftlichen Konsens vor Ort aufgebaut haben, um lokale Wertschöpfung zu generieren und uns nicht in neue Abhängigkeiten zu begeben. Diese Themenaspekt möchte ich an bestimmten Beispielen erörtern. Aber auch noch ein Thema, was nicht vergessen werden darf. Es ist nicht nur eine Last, eine Elektrolyse aufzubauen, sondern es ist auch eine Systemdienstleistung für das Stromsystem, auf das wir zusteuern. Wenn man sich nämlich anschaut, in welchen Zeitperioden wir denn die Elektrolyse betreiben würden, mal hier beispielsweise für eine Aprilwoche 2045, sieht man, dass wir von der Erzeugung in vielen Tagen komplett auf PV und Wind bauen und viel mehr erzeugen als die 100 Gigawatt, die ein normaler Stromverbraucher heute benötigt. Kann man sich leicht fragen, wohin mit dem ganzen Strom? Wir können nicht alles abregeln. Und das sieht man hier unten schön aufgebaut in dieser Fraunhofer-Studie, dass eben alle möglichen Arten der Flexibilität benötigt werden für so ein Stromsystem. Das fängt an mit Wärmepumpen, Batterien, natürlich die Pumpspeicher, die schon im System sind, aber eben auch eine gewisse Bandbreite, wo Elektrolyse benötigt wird, dass so ein Stromsystem stabil und nachhaltig betrieben werden kann. Und es bleibt nicht aus, dass gewisse Mengen in so einem Szenario auch noch abgeregelt werden müssen, aber das sollte auf ein Minimum begrenzt werden durch Zubau aller möglicher dieser Flexibilitäten, die wir heute technisch auch verfügbar haben. Gut, und die Flexibilität in so einem Energiesystem ist eben das A und das O, damit so ein Stromsystem 100% dekarbonisiert auch funktionieren kann. Das heißt, wir haben verstanden, dass für die Dekarbonisierung grüner Wasserstoff eine zentrale Rolle spielt. Und wir als Unternehmen fangen lieber heute damit an, als auf Importe zu warten. Das heißt, wir suchen heute gezielt diese Regionen aus, die heute auf Herausforderungen stoßen, die es vielleicht für ganz Deutschland erst später zu bewältigen gibt. Also wir suchen diese Pioniere der Energiewende, wie wir es ja getauft haben, die vielleicht heute schon eine Energiesituation vorfinden in ihrem Strom- und Energiemix, wie er uns langfristig überall begegnen wird. Wir sehen hier auf dieser
Landkarte, dass eben vor allem die nördlichen Bundesländer sehr hohe Anteile im Strombereich schon erneuerbar abdecken. Was noch nicht heißt, sie sind 100% autark für den gesamten Energiemix, aber es hört ja nicht auf. Wir werden ja sehr viel Zubauraten haben und in diesen Hotspots der Energiewende müssen wir aktiv werden, um heute zu lernen für die Technologien, die wir morgen benötigen, um komplett dekarbonisierte Systeme zu haben. Und es hört ja nicht auf einer Landesebene, sondern wir finden sehr lokal, und ich habe jetzt bewusst mal auf drei Lokalitäten gehighlightet, wo es auch auf kommunaler, regionaler Ebene Landkreise, Städte gibt, die sehr hohe Anteile von Erneuerbaren schon haben und eine gewisse Problemstellung sich damit verbindet. Und Elektrolyse kann eben auch ein Teil dieser Antwort sein, diese Probleme abzumildern, sage ich mal. Das heißt, wir suchen diese Pioniere, das schaltet ein bisschen langsam um immer, muss ich mal schauen. Also ich habe eine lange Verzögerung, Entschuldigung dafür, ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Botschaft ist, dass auf der kommunalen Ebene eben heute schon diese ganzheitliche Dekarbonisierung angegangen werden kann. Ich kann jetzt gerade nicht weiterschalten. Ja. Und diese Region haben eben die Chance, zu den Pionieren der zweiten Phase der Energiewende zu werden. Also auch hier habe ich eine Studie von der AKTech mich bedient, die eben diese vier Phasen der Energiewende sehr schön darstellt, meines Erachtens, wo es eben nicht mehr einfach darum geht, mehr PV und Windturbinen zu stellen, vielleicht die ersten auch in der Region, sondern dafür zu sorgen, dass diese nachhaltig in lokalen Energiesysteme integriert werden, wo auch vielleicht mehr Erzeugungsanlagen noch aufgebaut werden können und verschiedene Arten der Speicherung integriert werden können. Also Batteriespeicher, Wasserstoffspeicher, wir werden wahrscheinlich verschiedene Beispiele heute auch noch hören. Und wichtig für uns als Industrie ist, dass anhand dieser Vorreiterregionen wir die Kompetenzen erwerben können, die wir früher oder später in allen Regionen Deutschlands, aber auch in allen Regionen weltweit benötigen und uns damit auch einen Wettbewerbsvorteil im globalen Wettbewerb sichern können. Und das ist unsere Aufgabe, uns diesen Herausforderungen zu stellen. Unser eigenes Unternehmensziel ist auch eine komplette Dekarbonisierung. Aber man sieht hier unten auch an den Symbolen, dass bringt eben mehr Erzeugungstechnologien auch mit sich. Für diesen speziellen Zweck haben wir das Thema dezentrale Energiesysteme eben vor 5 Jahren gegründet als Team, das sich um Lösungspakete kümmert für Kunden, weil es eben hier nicht mehr allein getan ist, PV- und Windturbinen aufzustellen, PV-Parks und Windturbinen, sondern eine ganzheitliche Lösung daraus zu machen. Und diesen Ansatz verfolgen wir eben seit 5 Jahren in einem ganzheitlichen Beratungsansatz, über die Planung bis zur Umsetzung. Wir sehen später Bilder von der jetzt in Umsetzung befindlichen Anlage in Wunsiedel, aber wollen natürlich den Kunden auch nach der Umsetzung im Betrieb und Service kontinuierlich unterstützen, die Anlagentechnik verbessern und ihnen helfen, wie diese lokale Puzzleteile, die einmal zusammengefügt wurden, zur Optimierung seines eigenen Versorgungskonzepts integriert werden können in die globalen oder regionalen Energiemärkte, wie das mit dem Thema Digitalisierung, intelligenter Vernetzung, Flexibilitätsvermarktung ausschauen kann. Das ist das Gesamtpaket, was wir als Siemens AG Kunden anbieten. Und das ist genau für diese Pilotregion der Energiewende benötigt. Die Vorteile, die wir sehen, nur mal auf Punkt gebracht, Flexibilität, Netzausbau vielleicht kann vermindert, reduziert werden. Wir können eine sehr hohe Effizienz in solche ganzheitlichen Anlagen reinbekommen, durch Sektorenkopplungsthemen, durch Sauerstoff-Wärmenutzung. Die Transporte können reduziert vermieden werden für Wasserstoff. Lokale Wertschöpfung kann generiert werden. Ich werde auf einzelne Punkte gleich nochmal eingehen. Was heißt Sektorkopplung für uns? Wir haben in der Mittelpunkt eine Erzeugungsanlage. Typischerweise bearbeiten wir Systeme im Bereich 1 bis 20 Megawatt elektrische Anschlussleistung, die aus 100% erneuerbaren Quellen gespeist werden. Wir wollen nur grünen Wasserstoff produzieren, dabei aber möglichst viel neben dem Wasserstoff auch vom Sauerstoff und der Wärme nutzen. Und diese kleinen Mikrokosmen gilt es zu identifizieren, wo sowas funktioniert und wo eben das Maximum an Wertschöpfung
herausgeholt werden kann zur Wirtschaftlichkeit der Anlage, aber auch zum Nutzen der jeweiligen Regionen. Dreh- und Angelpunkt ist aber, dass wir genügend Abnehmer für das Thema Wasserstoff finden, weil damit steht und fällt der Business Case. Entweder wir hatten starken Ankerabnehmer für Wasserstoff in der Region oder man hat einen Gaslogistiker wie die Firma Riesner Gase, die eben gewissen Grundstock an Abnehmern mit sich bringt. Das Thema Transportstrecke habe ich hier an dem Bild ein bisschen symbolisiert. Man sieht in blau die Punkte, wo heute graue Wasserstoffquellen existieren und in grün irgendwie die Zone, wo relativ lange Transportwege von den blauen Punkten in die Regionen entstehen. Das heißt, wenn jetzt Industriekunden in der grünen Zone Wasserstoffbedarf haben, dann wird der Wasserstoff über relativ lange Transportwege dorthin geschafft. Und durch die Dezentralität haben wir eben die Möglichkeit, diesen CO2-Footprint, aber auch diese Kosten rauszunehmen. Das ist also ein großer Nutzen der dezentralen Versorgung, wenn wir dort ohnehin schon eine Vielzahl an Erneuerbaren platziert haben, die vielleicht auch zum Teil abgeregelt werden, diesen Strom zu nutzen, um dort, wo er gebraucht wird, auch verbrauchernah Wasserstoff zu produzieren und können uns eben zugute rechnen, dass wir zeitgleich Transportkosten und CO2-Emissionen reduziert haben. Zu den Stromerzeugungskosten ist eben immer die Frage, können wir dezentral wettbewerbsfähig produzieren? Nach unserer Auffassung ja, wenn man eben diese wichtigen Hebel für einen Business Case berücksichtigt. Man muss sich vorstellen, hier ist dargestellt, zu welchen Strompreisen kriegen wir den Strom in die Elektrolyse von 4, bis 5 Cent von PV bis zu 5 bis 7 Cent pro Kilowattstunde für den Windstrom. Wir werden nicht in die Grundlast gehen, weil das wäre kein systemdienlicher Aspekt. Wir versuchen, die wirtschaftlichen Fälle zu finden in so einem Teillastbereich. Und da muss eben ein Kompromiss gefunden werden zwischen dem Thema Systemdienlichkeit und Wirtschaftlichkeit der Wasserstoffproduktion. Und das gilt es eben für jedes dieser Projekte neu zu definieren. Wir wissen aber, dass wir mit diesem Preisniveau in Euro pro Kilogramm ein Niveau treffen können, das von Endabnehmern passt. Also hier sieht man eben den Preisbenchmark und dazu sind wir eben CO2-frei, das heißt, wir haben nur grünen Wasserstoff. Und das zeigt doch mal auch wieder aus der Studie entnommen vom Wuppertal-Institut, können wir denn wettbewerbsfähig in Deutschland Wasserstoff produzieren oder müssen wir nicht doch auf Importe zurückgreifen? Ich habe das einfach aus dieser Studie rauskopiert, in grün eben dargestellt, einzelne Studienergebnisse, wie teuer Wasserstoff in Euro pro Megawattstunde wäre, wenn er aus anderen Ländern mit sehr idealen PV- und Windbedingungen zwar, aber mit relativ langen Transportwegen nach uns zu uns geschafft wird. Und man sieht da schon, dass wir in einem Bereich liegen, wo Transportkosten einen gewichtigen Faktor haben. Hier sehen wir es hier. Aber auch ein Bereich, wenn man hier das vergleicht mit den Preisen, die wir gerade gesehen haben, dass wir dorthin kommen. Es ist nicht so, dass der per Definition günstiger ist, weil die Stromerzeugungskosten so günstig sind, sondern Transport ebnet vielen den ganzen Nutzen eigentlich zum großen Teil wieder ein. Das heißt, unser Fazit ist, lass uns dort beginnen, wo wir einen gewissen Handlungsdruck haben, wo wir innovationsfreudige Player haben im Markt, in den Regionen, wo so sehr hohe Anteile sind und dort die Elektrolyse platzieren. Dort können wir sie gut integrieren und zum Nutzen der Region in Betrieb setzen. Und die wichtigsten Hebel, die wir da haben, das Thema Reduktion der Transportwege, Flexibilität und Sektorenkopplung kann man eben nur lokal bewerkstelligen. Und das ist 1:1 übernommen aus der Studie. Also Fazit dieser Wuppertal-Studie ist, dass die heimische Erzeugung unter Berücksichtigung aller Faktoren konkurrenzfähig zu Importen sein kann. Und nach dieser Devise agieren wir in Deutschland für den Markt, diese Wasserstoffanlagen zu platzieren. Das ist der letzte Punkt, inhaltliche Punkt, die Wertschöpfung, die dann in der Region verbleibt, auch aus dieser Studie entnommen. Sprich, wir haben einen sehr hohen Anteil Wertschöpfung allein durch die Erzeugungsanlagen, die dann platziert werden. Natürlich hat das seinen Preis, ich hatte es vorhin erwähnt, aber auch durch das Thema Wasserstoffanlage, Erzeugungsanlage, Speicherung. Es entsteht lokale Wertschöpfung und wenn man die Bevölkerung mitnimmt, ist, glaube ich, vieles davon auch zu bewerkstelligen, vielleicht mehr als wir heute glauben. Um das zusammenzufassen, also wir sehen es so, die Flexibilität der Anlage ist ein ganz wichtiger Bestandteil, sonst passt eine Elektrolyse nicht in die zukünftige Energiewelt. Die leistet einen Beitrag zur Netzstabilität, zum vielleicht zusätzlichen Ausbau von PV und Wind,
weil wir Netzengpässe entschärfen können. Wir können nur dezentral Abfallprodukte wie Wärme und Sauerstoff nutzen. Wir können Transporte vermeiden, natürlich, das hatte ich erwähnt. Und die Regionen, mit denen wir sprechen, die treibt was ganz anderes um. Also die lokale Wertschöpfung ist dahergesagt, aber sie sehen sich als Gestalter der Energiewende und sie können zum Nukleus einer Wasserstoffwirtschaft werden, können eine Möglichkeit bieten, den angesiedelten Unternehmen sich zu dekarbonisieren, dadurch auch langfristig Wettbewerbsvorteile zu sichern. Und das andere ist mehr ein Credo, also nicht jetzt ohne Not in neue Abhängigkeiten begeben für die Wasserstoffversorgung, sondern erstmal die lokalen Potenziale nutzen und nur das, was nicht lokal zu bewerkstelligen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann aus anderen Ländern ziehen, weil das sei noch am Rande erwähnt, auch die müssen erstmal ihren eigenen Dekarbonisierungspfad beschreiten, haben jetzt noch gar nicht so viel PV, Windstrom übrig für uns, haben daneben oft das Thema des Wassers, wo das herkommt. Also das sind viele Probleme auch in der Transportlogistik meines Erachtens nicht gelöst. Und wir wollen mit den Regionen der Vorreiterrollen den zweiten Schritt der Energiewende unterstützen. Und das kann heute und jetzt passieren, sodass in vielen anderen Regionen bald mal Spatenstiche möglich sind. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Dr. Salinger, für den vielsagenden Vortrag. Wenn man Ihre Hochrechnungen und Zahlen so betrachtet, welche Sie für uns zusammengestellt haben, wird da speziell die Politik eine große Rolle spielen, ja, die angestrebten, sagen wir mal, Energiewende zu ermöglichen. Ich habe nochmal einen Punkt rausgeschrieben gerade der Punkt, dass viele Regionen in Deutschland relativ weit von bestehenden H2-Quellen entfernt sind. Also hier müssen natürlich H2-Quellen geschaffen werden und natürlich die Verteilnetze weiter ausgebaut werden. So ist es. Gut. Wir haben einige Fragen im Chat reinbekommen. Meine Kollegen und ich haben die Fragen gesichtet und eine kleine Vorauswahl getroffen. Ich würde einfach mal mit der Fragerunde beginnen. Herr Dr. Salinger, wie kann eine dezentrale H2-Erzeugung in Teillast im Wettbewerb bestehen, wenn andere deutlich größere Anlagen in den Markt drängen? Ja, sehr gute Frage. Also wir haben eben erkannt, dass der Wert der Anlage eben nicht nur in dem Wasserstoff liegt, sondern in der Flexibilität. Das heißt, eine Grundlastanlage, ich hatte es vorhin erwähnt, die passt in dieses System nicht rein. Also das zum Thema Teillast gegenüber Volllastbetrieb. Also der Wert der Flexibilität wird nach unserer Erwartung auch deutlich steigen. Deswegen kommt es sehr stark darauf an, wie schnell die rauf oder runterfahren kann und ob die auch mal abgeschaltet werden kann, wenn eben Strom nicht ausreicht. Also das sehe ich entspannt. Und bei der Größe der Anlage muss man wissen, auch die Anlage, die wir in Wunsiedel bauen, basiert auf einem Baukastenprinzip. Der Grundblock sind 18 Megawatt. Wenn unsere Schwestereinheit Siemens Energy eine 100 MW Anlage plant, dann werden es auch bestehen aus vielen dieser 18 MW Blöcken. Insofern, der Economy of Scale ist sicherlich ein Hebel, aber er ist nicht so entscheidend. Ich glaube, wichtig ist, wie die Anlage in der Region integriert werden kann, wie sie verankert werden kann, wie die Mehrwerte gehebelt werden können. Okay, danke für Ihre Antwort. Ich mache mal direkt weiter. Warum setzt man so stark auf die PEM-Technologie? Wir haben es ja auf den einen oder anderen Folien das Thema PEM wahrscheinlich gelesen und daraus speist sich wahrscheinlich diese Frage. Letztendlich kommt es auf die Technologie gar nicht so entscheidend an, ob sie PEM oder alkalisch heißt. Wichtig ist, dass die flexibel zu betreiben ist. Und jede Anlage, die die Anforderungen an das Stromsystem erfüllt, wäre ein Kandidat, um da eine Rolle mitzuspielen, wie wir sie für die Elektrolyse sehen. Okay, danke schön. Nehmen wir diese Frage. Sind Power-to-Liquids langfristig nicht geeigneter für die Mobilität? Für manche Anwendungen wahrscheinlich wird man im Thema Power-to-Liquid nicht vorbeikommen. Wenn ich an das Thema Flugverkehr denke, vielleicht auch manche Schwerlasttransporte. Aber diese Power-to-Liquids müssen eben aus grünem Strom über den grünen Wasserstoff hergestellt werden. Was vom Schritt vom grünen Wasserstoff zum grünen Strom, grünen Fuel noch ein paar Umwandlungsschritte nach sich zieht. Das Thema CO2-Abscheidung muss ja auch noch mit berücksichtigt werden bei der Wirtschaftlichkeit.
Es bringt erstmal mehr Komplexität in das System rein, auch Wirkungsgradverluste, Effizienzverluste. Insofern ist meine Auffassung, dass dort, wo Wasserstoff funktioniert, technisch, es so im Wasserstoff bleiben wird, nur da, wo man eben wegen Energiedichten des Wasserstoffenergieträgers nicht zurechtkommt, da wird es dann auf die Synfuels übergehen. Dann aber nur aus Not heraus. Ich glaube, Wasserstoff wäre die effizientere Pfad neben dem direkten Stromverwendung. Okay, danke, Herr Salinger. Herr Salinger, ich muss immer einen Blick auf die Uhr haben und deshalb muss ich Ihnen leider sagen, dass ich die Fragerunde jetzt schon abbrechen muss. Wir haben noch einige Fragen im Chat, die ich dann im Nachgang Ihnen zur Verfügung stellen werde. Und, es wäre super, wenn Sie die dann auch im Nachgang beantworten können. Danke Ihnen sehr schon gerne. Mal. Vielen Dank. Danke, Herr Salinger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Dankeschön. So, dann würde ich im Programm fortschreiten mit seinem heutigen Vortragstitel Elektrolyseanlagen im internationalen Markt. Möchte ich nun recht herzlich Herrn Thorsten Herbert, Director Market Development and Public Affairs der NEL Hydrogen aus Nordorden, Norwegen begrüßen. Hallo, Herr Herbert. Ja, hallo und auch von dieser Stelle aus dem hohen Norden vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Herr Salinger, auch für den tollen Vortrag und die, ich sag mal, prinzipielle Einordnung der Thematik. Und ich glaube auch mit jetzt meinem Vortrag, in dem ich mich ja auf die Elektrolyse-Technologie und was im Grunde der Beitrag eines Elektrolyseherstellers zu der ganzen Thematik sein kann, auch quasi diese Preisziele zu erreichen, die Sie gesagt haben. Und danach eben noch der Vortrag zum Thema dann auch Details, was sind Anforderungen bei der, ja, ich sag mal, in Umlaufbringung dieser Anlagen. Glaube ich, wird das eine sehr, sehr runde Session. Ja, Herr Schmidt hat schon gesagt, ich bin seit jetzt etwas mehr als einem Jahr bei NEL Hydrogen in Norwegen. Dort eben für den europäischen Raum im Bereich Market Development and Public Affairs aktiv. Ganz generell feiere ich jetzt gerade mein 20-jähriges Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Jubiläum. Also bin im Grunde seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn im Thema Wasserstoff-Brennstoffzellen und war bevor der Station bei NEL 11 Jahre bei der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in Deutschland, in Berlin, die sicherlich und hoffentlich den meisten von Ihnen bekannt ist. So, damit gehe ich jetzt mal auf meine Präsentation. Und bis auf den Titel bitte ich schon mal im Voraus um Entschuldigung, dass die Folien auf Englisch sind. Aber ich sage mal, mit der deutschen Erläuterung, der deutschen Live-Erläuterung sozusagen, dürfte das kein Problem sein. Und wie Herr Schmidt auch schon sagte, wird das natürlich in der Folge auch zur Verfügung gestellt. Worüber will ich reden? Natürlich ganz kurz das Unternehmen vorstellen. Dann, wie adressiert NEL eben die Herausforderung, die ja eben, ich sag mal, übergeordnet auch schon von Herrn Salinger dargestellt wurde. Wir haben einen riesigen Markt, der sich da öffnet und werde dann quasi am Gegenende nochmal 2, 3 Beispiele zeigen, wo wir da heute auch schon aktiv sind und ja, immer wieder auch sozusagen zwischen den Zeilen sagen, was nun auch die Herausforderungen im internationalen Kontext sind, ne? Also wie quasi NEL sich dort entsprechend aufstellt. Ganz kurz zu NEL an sich. NEL ist ein reines Wasserstofftechnologieunternehmen, also voller Fokus auf das Thema Wasserstoff. Die beiden Technologien sind Elektrolyse
Und hier zu bemerken, PEM und alkalisch. Das sind also beide, sagen wir heute, kommerziell wettbewerbsfähigen Technologien in Nels Portfolio. Und dazu eben auch das Thema Wasserstofftankstellen, an dem die Kollegen in Dänemark entsprechend arbeiten. Das sind die Standorte und eben entsprechend auch repräsentieren dementsprechend diese drei Technologieschwerpunkte. PEM-Elektrolyse, hat Nel eben über eine Akquise von Proton Energy in USA sozusagen deren PEM-Geschichte und natürlich auch Know-how übernommen. Und das ist eben auch nochmal herauszuheben, das ist hier deshalb auch in der auf die letzte Zeile nochmal explizit hervorgehoben, die Erfahrung, die hier besteht. Ne? Also etwa 25 Jahre PEM-Elektrolyse, mehr als 90 Jahre alkalische Elektrolyse-Erfahrung in Norwegen und auch die Kollegen in Dänemark sind schon etwa 20 Jahre am Thema Wasserstofftankstellen. Ganz spannend ist definitiv, und da werde ich auch nochmal im nächsten Block nochmal drauf eingehen, ist das Thema in der Mitte. Das Gebäude, das Sie in der Mitte sehen, in Norwegen, befindet sich jetzt eben gerade sozusagen, oder das Gebäude ist schon da, aber die entsprechenden Anlagen werden dort gerade installiert, um eben im ersten Schritt diese 500 Megawatt Produktionität, was Elektrolysesysteme angeht, bis Ende des Jahres dann auch zu starten. Ja, wie adressieren wir eben diese riesige Herausforderung, diesen riesigen Markt, der da sozusagen bevorsteht, den Herr Seiliger schön dargestellt hat? Ganz wichtig und sagen wir auch Nel intern heißt das Projekt Game Changer, ist eben die Kapazitätserhöhung zum einen, aber, und das ist ganz wichtig und auch in den einführenden Worten sozusagen als eine der Herausforderungen genannt. Ihr Kollege vom TÜV Süd sagt, wir stehen da in den 70er Jahren. Nel macht hier also tatsächlich einen Schritt, sozusagen, wenn Sie so wollen, von den 70ern nach heute oder vielleicht auch schon 5 bis 10 Jahre in die Zukunft mit dieser Produktionslinie. Sie wird voll automatisiert sein, wird nach den aktuellsten Prinzipien, hier sind die Schlagworte genannt, Lean Manufacturing und auch Industrie 4.0 Prinzipien gestaltet. Game Changer auch deshalb, weil wir damit eben auch eine Game Changing Kostensenkung realisieren wollen. Wie gesagt, 500 Megawatt in der ersten Linie und dann bietet dieses Gebäude, und das ist auch ein großer Charme an der Location, dass dieses Gebäude eben die Möglichkeit bietet, die Kapazität hier noch zu vervierfachen bis zu 2 Gigawatt pro Jahr. Zeitplan, hier der letzte Punkt. Gerade in den letzten Tagen habe ich gehört, dass quasi die Anlagen, also die Hardware, steht schon da. Es geht jetzt an die sozusagen Inbetriebnahme und entsprechend den Zeitplan dann auch bis Ende des Jahres die ersten Anlagen hier produziert zu sehen. Allein mit dieser Kapazitätserhöhung sehen wir schon jetzt im ersten Schritt, dass wir, wenn man jetzt hier mal die alkalische Elektrolyse-Technologie von Nel und
ich sag mal, die konventionelle Technologie der Erdgasreformierung gegenüberstellt und was eben entsprechende Investitionskosten pro Kilowatt sind. Da sehen wir also mit dem ersten Schritt und dieser Kapazitätserhöhung hier schon, ich sag mal, rein auf die Investkosten der Anlage geblickt, eine Wettbewerbsfähigkeit mit konventioneller Technologie. Und werden wir dann sozusagen alles, was ich jetzt gleich auch in den nächsten Folien noch zeige, implementieren, kommen wir hier eben dann teilweise auch unter den, ich sag mal, den unteren Rand, den unteren Rand dieses Bereiches hier für die Erdgasreformierung. Das, dieses Wasserfalldiagramm zeigt ganz schön, wie die Schritte sind, die eben Nell hier insbesondere sieht. Und ganz, ich sag mal, plakativ die Aussage, wir sehen also von heutiger Technologie mit, ich sag mal, Realisierung dieser Schritte ein Potenzial von bis zu 75% Kostenreduktion, was sozusagen die Investitionskosten in die Anlage angeht. Ein großer Anteil hier ist sicherlich die Expansion in Herøya, die damit verbundene Automatisierung. Das sozusagen ist der große Brocken hier. Und alles andere, und das ist gleichzeitig dann auch eine der Herausforderungen, die ich nennen will, ist das Thema Standardisierung. Und dann Titel der Präsentation ist im internationalen Markt. Das heißt, das sollte im besten Fall eine internationale Standardisierung sein. Und hier ist man, ich sag mal, im Bereich Elektrolyse bei weitem noch nicht so weit, wie man beispielsweise bei Wasserstofftankstellen heute schon ist. Das heißt, hier steht in den nächsten Jahren, denke ich, auch eine große Herausforderung bevor. Wie sieht so eine Anlage aus, insbesondere eben so eine große Anlage mit diesen einzelnen Modulen, die auch Herr Saliger schon beschrieben hat. Ja, wie sieht sowas aus? Und das alles eben im besten Fall international standardisiert. Es geht dann auch noch um interne Prozesse, hier die Procurement-Prozesse, die genannt sind, auch mit den Zulieferern entsprechend zusammenzuarbeiten, die entsprechend fit zu machen, auch mit dieser Hochskalierung Schritt halten zu können und dann eben bis zum letzten Schritt vor Ort durch diese Standardisierung eben auch schon vorgefertigte Module dem, ja, ich nenne es mal Bauunternehmer sozusagen vor Ort, quasi bei der Installation der Anlage, die Arbeit auch schon dann nochmal zu erleichtern. Und mit, ich sag mal, all diesen Faktoren war Nell Anfang diesen Jahres dann einer der ersten oder der erste im Wettbewerb, der dieses Ziel für sich proklamiert hat und entsprechend die 1,5 Dollar pro Kilogramm Wasserstoff. Das, was eben schon bis 2025 sehen. Natürlich mit der Fußnote dort, wo es besonders günstige erneuerbare Stromkosten gibt. Das heißt, es sich sicherlich auf einige Regionen beziehen, aber im Grunde mit der technologischen Weiterentwicklung, die wir ja selbst in der Hand haben. Und man sieht es hier im Kleingedruckten Stromkosten von 20 Dollar pro Megawattstunde sind hier mal angenommen, sehen wir dieses Potenzial eben schon deutlich vor 2030. Und um das einzuordnen, habe ich jetzt nochmal dieses Bild hier mitgebracht, was sicherlich auch schon viele mal gesehen haben, unabhängige Analysen von Bloomberg und auch von der IEA, wo denn die Kosten in Zukunft so hingehen könnten. Und da sieht man eben, dass jetzt dieses 2025er Ziel von Nell auch nicht ganz so weit sozusagen in die Luft gegriffen ist. Also hier ist ganz klar gezeigt, dass spätestens im Jahr, ab dem Jahr 2030 der grüne Wasserstoff wettbewerbsfähig wird und auch die
Reiche von 1,5 Dollar pro Kilowatt, pro Kilogramm Wasserstoff erreicht. Und ja, Nell hat sich einfach sozusagen hier nochmal die Ambition ein bisschen höher gesteckt und will das 5 Jahre früher in entsprechend geeigneten Regionen erreichen. Und wie sieht sowas aus? Wir haben über Standardisierung gesprochen. Wir haben mal für alkalische Technologie, aber auch im nächsten Bild für die PEM-Technologie uns das angeschaut, auch an Anwendungsbeispielen. Also tatsächlich konkrete Projekte, die hier auch dahinter liegen. Für die jetzige alkalische Technologie, wie so eine Anlage aussieht. Und da sieht man im Grunde die Herausforderungen auch für den internationalen Markt. Wie wird sowas genehmigt? Wie wird sowas zugelassen in den verschiedenen Ländern? Was gibt es für Sicherheitsanforderungen in den verschiedenen Ländern? Und dazu kommt dann, dass Nell natürlich so eine Anlage auch nicht alleine aufbaut. Das heißt, hier sind verschiedene Partner involviert. Letztlich der H2-Produzent, also Nels Kunde, ich sag mal, als wichtigstes Element. Und dazwischen eben noch die sogenannten EPCs, die also Projektentwicklung vor Ort machen und dann auch die sag mal, Umsetzung und baulichen Maßnahmen entsprechend umsetzen. Das heißt auch noch nicht nur sozusagen der internationale Kontext, verschiedene Länder, verschiedene Anforderungen, aber auch bei jedem Projekt verschiedene Partner, die entsprechend involviert sind, auch in Genehmigungsprozesse. Und das nur noch mal auch zu dokumentieren, wir reden über eine globale Herausforderung. Also es ist tatsächlich ein internationaler Markt. Und das ist aus dem letzten Wasserstoff Insights Report vom Hydrogen Council genommen, sondern aus der Datenbank des Hydrogen Council. Und da sieht man eben sehr schön, insbesondere auch diese großskaligen Produktionsprojekte, die hier mit dem hellblauen Dot sozusagen visualisiert sind, ja, dass die sich tatsächlich wunderbar sozusagen global verteilen und entsprechend eine Herausforderung darstellen. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, weil wir uns tatsächlich gerade auch mit Partnern aus Deutschland zusammen das Thema anschauen. Also was sind denn sozusagen die Anforderungen global, international, um diese Anlagen in Betrieb zu bringen? Denn ich sag mal, Nell als Zulieferer muss entsprechend dann auch die Dokumentation vorhalten für diese Prozesse. Und hier, ich sag mal, Beispiel Deutschland. Sag mal, die Aussage, Sie sehen hier rot eingefärbt die entsprechenden Gesetze auf der einen Seite in diesem organigrammartigen Chart. Diese rot eingefärbten Gesetze und Verordnungen sind eben relevant. Das heißt, es zieht sich eben über verschiedene auch Gesetzesbereiche von Baubereich über dann im Grunde Betrieb, das ist dieser Industrial Safety Bereich und dann natürlich dieses Thema Umwelt, der BIMSCH und so weiter. Ich sage mal, die Good News wiederum ist, dass es eben dieses Zauberwort Konzentrationswirkung in Deutschland gibt und man eben, je höher man in der Hierarchie der Prozesse geht, wenn man diesen Prozess durchwandert, dann eben alles direkt sozusagen mit einer Klappe schlagen kann. Ein anderes Beispiel aus Kalifornien, hier mal aufgelistet auf der einen Seite diese Bullet Points, mit welchen sozusagen offiziellen Körperschaften man sich hier tatsächlich auch auseinandersetzen muss. Ich habe gelernt in dem Projekt, das wir jetzt gerade intern durchführen, dass es da sogar um Vorsehen von Hubschrauberlandeplätzen möglicherweise geht, wenn irgendwelche Notfälle passieren. Deshalb ist hier die Federal Aviation Administration auch mit aufgeführt. Und ganz schön nochmal in der Tabelle, dass wir hier tatsächlich von mindestens einem Jahr bis zu 3 Jahren reden. Also wir reden hier allein für die Genehmigung so einer Anlage tatsächlich von einem Zeitraum von 1 bis 3 Jahren. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Tube drücken.
was die Zeit angeht. Das heißt, ich möchte aber trotzdem ganz kurz auf diese Partnerschaften eingehen. Ich sagte schon und wollte das eben mit reinbringen, auch wegen Herausforderungen im internationalen Markt. Jedes Projekt bringt andere Partner mit. Die Struktur jedes Projekts sieht anders aus. Was ist im Scope von Nell? Was ist im Scope des EPC-Partners vor Ort? Und um das auch zu adressieren und im Verhältnis ist Nell, ich sag mal, bei diesem Markt, der uns da bevorsteht, auch noch ein kleines Unternehmen. Wir sind jetzt etwa 400 Leute, noch stark wachsend. Bis Ende diesen Jahres sollen es 500 sein. Trotzdem verhältnismäßig klein. Und deshalb haben wir uns eben hier mit zwei international starken EPC-Unternehmen verbunden. Das ist eine nicht exklusive Vereinbarung hier, die auch sozusagen auf Gegenseitigkeit beruht. Das heißt, jeder kann auf die Stärken des anderen entsprechend zurückgreifen bei entsprechenden Projektmöglichkeiten, die sich in den Ländern ergeben und gibt Nell eben im Grunde die entsprechenden Muskeln, um hier auch international Projekte umzusetzen. Dazu noch quasi in den, sagen wir mal, über die Wertschöpfung hinweg schließt Nell Partnerschaften auch, um sozusagen auch integrierte Lösungen anzubieten. Hier sozusagen der Elektrolyse nachgelagert. Also wie kriege ich diese dann auch als Endprodukt grünen Ammoniak und grünes Methanol sozusagen zum Kunden. Das eben auch als Gesamtprodukt anzubieten und auf der anderen Seite der Elektrolyse, eben der Elektrolyse vorgelagert mit einem der größten Solarentwickler, First Solar, quasi hier auch integrierte Lösungen anzubieten, PV plus Elektrolyse. Und ganz kurz am Ende noch drei Beispiele, die auch nochmal zeigt, in welchen Umgebungen wir uns befinden. Auch nochmal Thema internationaler Markt und Herausforderungen. Das ist ein Projekt in Spanien mit Iberdrola. Hier sozusagen tatsächlich, das ist ein zweistöckig angelegt. Ja? Das heißt, die Stacks sind sozusagen im ersten Stock und die Peripherie, diese Container, die Sie da sehen, sozusagen im Erdgeschoss. Das heißt, auch hier Herausforderungen, sicherlich verschiedene Räumlichkeiten und dann entsprechend wieder das zusammengebracht mit den unterschiedlichen Anforderungen international, was die Genehmigung angeht, aber glaube ich ein schönes Beispiel für auch die Individualität der einzelnen Projekte. Dann sind wir sehr stark auch im Thema Stahl, grüner Stahl aktiv, hier sozusagen mit einem norwegischen Partner, mit Statkraft, das Projekt in Mo i Rana, wo wir dann über 50 Megawatt reden bei der Umsetzung. Und tatsächlich, das ist hier ein toller Erfolg. Da sind wir ganz stolz, dass wir eben in dieser Pilotphase von Hybrid in Schweden mit dabei sind und hier nur wenige Wochen her sozusagen tatsächlich das erste Nugget sozusagen aus der Produktion rausgepurzelt ist, aus der Pilotlinie. Ja, also zeigt nochmal verschiedene Anwendungen, verschiedene Länder und ja, entsprechend eine große Herausforderung für ein verhältnismäßig kleines Unternehmen wie Nell. Und damit bedanke ich mich und freue mich auf ein paar Fragen. Herr Herbert, werden zukünftig PEM-Elektrolyseure als alkalische und alkalische Elektrolyseure parallel bestehen bleiben oder wird sich eine der Varianten durchsetzen? Für welchen Fall bietet sich welche Variante an? Man hört Sie jetzt nicht. Wir müssen den Ton wieder anschalten. Das System hat mich stumm geschaltet anscheinend. Naja, Nell, das habe ich ja auch sozusagen hervorgehoben, Nell hat sich ja ganz bewusst dafür entschieden, auf beide Technologien zu setzen und sich auf beide Technologien zu fokussieren, weil wir hier ähnlich auch analog, ich sag mal, mit dieser ewigen Diskussion Batterie und oder Brennstoffzelle, denke ich, in beiden Systemen Stärken und Schwächen sehen und glauben, dass
sozusagen für beide Systeme es Anwendungsbereiche gibt. Herr Saliger hat, denke ich, was auch dieses Thema Systemdienlichkeit angeht und Einbindung in ein erneuerbares Energiesystem, ganz klar diese dynamische Anforderung genannt, wo natürlich das PEM-System seine Vorteile hat, aber gleichzeitig eines mit, wo insbesondere Nell einen riesigen Erfahrungsschatz hat. Es ist kostenmäßig unglaublich attraktiv, auch effizienzmäßig führt und sicherlich für solche Anwendungen, industrielle Anwendungen insbesondere, wo man eben auch einen konstanten Wasserstoffbedarf hat, diesen Stahlprojekten, sicherlich eine sehr, sehr interessante Technologie. So, also wir setzen darauf, dass beide Technologien sozusagen weiterhin ihre spezifischen Stärken ausspielen können, je nach Anwendung. Super, danke Ihnen. Ich werde noch eine Frage vorlesen aus dem Chat. Wenn Sie upscalen, ich lese es so vor, wie es hier drin steht, und standardisieren, reduzieren Sie in der Regel die Lieferzeit. Alle Maschinenbauer haben volle Bücher. Wie ist eine typische Lieferzeit heute? Wie wollen Sie diese reduzieren? In Klammern ein USP? Fragezeichen. Also das erste Wort war wahrscheinlich upscalen. Und was war das letzte ein? Und standardisieren. Also das letzte ein USP. Unique Selling Point. Okay. Naja, ganz klar, sozusagen auch mit dem Kapazitätsausbau und der Automatisierung für das alkalische System in Norwegen zielen wir natürlich auf das Thema Lieferzeiten. Ich habe von meinen Sales-Kollegen im Kopf, dass wir so plus minus über ein Jahr reden für im Grunde so ein System, was, denke ich, in einem auch schon im akzeptablen Bereich ist, insbesondere wenn man sich die Genehmigungszeiten angeht. Das heißt, das kann man, glaube ich, ganz gut synchronisieren. Das heißt, also hier adressieren wir eben mit der Automatisierung in der neuen Fabrik ganz klar auch dieses Thema und ja, hoffen natürlich, dass wir hier dann auch vielleicht einen Wettbewerbsvorteil erzielen können am Ende mit der Anlage, denn wir werden sicherlich das wird nochmal die erste Anlage auch sein, mit der wir auch vollautomatisiert Elektrolyse-Systeme produzieren können. Alle anderen, ich sag mal, auch Konkurrenten sind sicherlich noch in der Planung, was das angeht. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber wir hoffen uns natürlich da auch ein Unique Selling Point, klar. Ja, danke, Herr Herbert, für Ihren Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Mit dem Blick auf die Zeit muss ich jetzt leider im Programm weitergehen. Das bedeutet für Sie als Teilnehmer, dass Ihre Fragen weitergeleitet werden an die Referenten und dann im Nachgang beantwortet werden. Die Referenten haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, direkt im Chat zu antworten. Das ist den Referenten dann selbst überlassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dankeschön. Herr Herbert, ich wünsche Ihnen natürlich auch noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch und viel Erfolg. Dankeschön, Herr Herbert. Ja, super. Nun freue ich mich sehr, einen Kollegen aus unserem Haus vorstellen zu dürfen. Herr Michael Winkler ist Gruppenleiter Druckgeräte und Baugruppen der TÜV Süd Industry Service GmbH in München und wird Ihnen heute die Marktanforderungen in der EU an Druckgeräte und Baugruppen näher bringen. Hallo, Herr Winkler. Hallo, Herr Schmidt. Danke für die einleitenden Worte. Also mein Vortrag ist heute Marktanforderungen der EU an Druckgeräte und Baugruppen und richtet sich wahrscheinlich vor allem an Neulinge in diesem Bereich. Wir merken gerade im Augenblick, es kommen immer mehr neue Firmen und neue Player in, quasi wollen jetzt auch Druckgeräte oder Elektrolyseure bauen und wissen manchmal gar nicht, was sie überhaupt alles machen müssen. Erstmal zu meiner Person, jetzt hoffe ich mal, es geht alles. Genau.
Ich bin hier Gruppenleiter im Bereich Druckgeräte und Baugruppen. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen dazu haben, immer bei mir melden. Und ich arbeite hier in der Zentralabteilung für Druckgeräte und Apparate hier in München. Ich bin studierter Werkstattwissenschaftler und Schweißfachingenieur, bin mittlerweile seit über 12 Jahren beim TÜV und bin Senior-Experte für Abnahmen von Komponenten und Baugruppen sowie Senior-Experte auch für die Prüfung und Zertifizierung von Baugruppen und auch Referent im Rahmen der Druckgeräte-Richtlinie für bestimmte Regelwerke, Materialien, Schweißen und Baugruppenzertifizierungen. Erstmal, warum müssen Sie denn überhaupt die Druckgeräte-Richtlinie anwenden in Deutschland? Der Hintergrund ist, dass die Druckgeräte-Richtlinie aufgrund der 14. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz von EU-Recht ins deutsche Recht überführt worden ist. Das heißt, somit müssen Sie es anwenden in Deutschland bzw. der EU. Und der Hauptzweck war der Druckgeräte-Richtlinie, dass man einheitliche Rahmenbedingungen schafft für das Inverkehrbringen von Druckgeräten und Baugruppen in Europa. Das heißt, dass alle ein einheitliches Sicherheitsniveau, Gesamtsicherheitsniveau aufweisen. Was man auch noch wissen muss, ist, dass die Druckgeräte-Richtlinie nur für Druckgeräte mit einem Druck größer 0,5 bar gilt. Und was auch noch sehr wichtig ist, die Definition des Herstellers. Sie als Person, die die Anlage oder das Druckgerät in Verkehr bringt. Der Hersteller ist jede natürliche oder juristische Person, die ein Druckgerät oder eine Baugruppe herstellt bzw. entwickeln oder herstellen lässt. Und diese Druckgeräte oder diese Baugruppe unter ihrem eigenen Namen oder ihre eigenen Handelsmarke vermarktet oder für eigene Zwecke verwendet. Das heißt, wenn Sie quasi das Design machen, die Anlage oder das Druckgerät unter Ihrem Namen verkaufen, sind Sie auch der Druckgeräte-Richtlinie Hersteller, auch wenn Sie zum Beispiel einen Lohnfertiger haben. Und ich spreche jetzt nachfolgenden eher über die Baugruppe, denn eine Elektrolyseanlage besteht ja meistens aus mehreren Druckgeräten, von dem her habe ich mich eher auf die Baugruppe beschränkt hier. Erstmal, um Sie zu wissen, wenn Sie ein Druckgerät haben, müssen Sie zuerst einmal die Kategorisierung durchführen. Das heißt, die Druckgeräte werden nach dem zunehmenden Gefahrenpotenzial eingestuft. Dafür braucht man den Druck, das Volumen, die Fluidgruppe und den Zustand. Eine höhere Kategorie bedeutet, man hat ein höheres Gefahrenpotenzial. In diesem Fall, wenn man einen Elektrolyseur hat, hat man Wasserstoff in dem Elektrolyseur, das ist ein extrem entzündbares Gas, dadurch die Fluidgruppe 1. Dann muss man noch aufpassen, das Wasserstoff kommt ja quasi in dem Gemisch von Wasser, kommt ein Gemisch mit Wasser und Sauerstoff vor. Das heißt, man muss zur Eingruppierung wieder das Gefährlichste verwenden. Somit kommt man auch auf den gasförmigen Zustand. Das heißt, wenn Sie einen Elektrolyseur haben, müssen Sie quasi Fluidgruppe 1 plus gasförmig anwenden. Beim Volumen ist anzumerken beim Elektrolyseur, Sie müssen natürlich das ganze Volumen über den eingeschlossenen Stack heransetzen. Nicht nur den einen Stack, sondern Sie müssen es aufsummieren, da die einzelnen Platten miteinander verbunden sind. Somit ergibt sich dann das Gesamtvolumen. Und je höher quasi die Kategorie ist, desto auch höher sind auch dann die Anforderungen an die Qualität und die Nachweise. Und dementsprechend müssen Sie auch ein bestimmtes Konformitätsbewertungsverfahren, Modul, anwenden. Hier habe ich mal ein paar Module als Auszug genannt. Hätten Sie zum Beispiel nur eine Kategorie 1, einen relativ kleinen Elektrolyseur als Beispiel oder Druckgerät, könnten Sie alles selbst machen nach Modul A. Ab Kategorie 2, Modul A2, müssen Sie eine notifizierte Stelle verbindend beauftragen oder einbinden. Was aber zum Beispiel auch möglich ist, und Sie müssen dann entsprechend eines dieser Module wählen für CAT. 4 zum Beispiel machen die meisten Modul G. Wenn Sie aber zum Beispiel serienfertig haben, bietet sich natürlich auch ein Baumuster mit Modell F, Einzelabnahme an oder Modul D, quasi eine Art QS-System. Was aber zum Beispiel möglich ist, Sie haben ein Kategorie 1 Druckgerät, wollen aber, weil Sie am Anfang noch nicht sicher sind, hundertprozentig sicher gehen, dass wir alle Anforderungen erfüllen und machen eine Modul-G-Abnahme dazu. Das ist zulässig. Aber das Druckgerät bleibt weiterhin Kategorie 1. Sie dürfen aber ein höheres Konformitätsbewertungsverfahren anwenden, aber nicht ein kleineres, was natürlich ist. Wenn Sie eine Baugruppe haben, müssen Sie die Baugruppe auch entsprechend der höchsten Kategorie der verbauten Druckgeräte bewerten. Das heißt, haben Sie in Ihrer Druckgeräte, in Ihrem Elektrolyseur, ein Druckgerät der Kategorie 4 drin, müssen Sie auch ein entsprechendes Konformitätsbewertungsverfahren wählen. Es ist aber möglich, Sie haben zum Beispiel ein Kategorie 4 Bauteil, Sie kaufen eins zu, das ist in Kategorie 4 eingestuft,
Sie stellen aber bei der Baugruppe fest, Sie betreiben dieses Gerät, wo es vielleicht so 100 Bar ausgelegt ist, nur bei 5 Bar. Dann können Sie natürlich eine Neubewertung des Druckgeräts durchführen und sagen, eigentlich nach unseren Betriebsbedingungen maximal PS5 fällt es bloß in die Kategorie 2. Dann müssten Sie, könnten Sie die Baugruppe nur mit geringeren Kategorie bewerten. Ah ja, hier geht es weiter. Was ist denn überhaupt eine Baugruppe? Nach Kapitel 1 Artikel 2 ist eine Baugruppe, sind mehrere Druckgeräte, die von einem Hersteller zu einer zusammenhängenden funktionalen Einheit verbunden sein. Das heißt, das muss auch funktionieren. Sie können nicht einfach einen Behälter, eine Rolltür verbinden und machen eine Baugruppe draus. Es gehört auch eine Sicherheitseinrichtung, es muss miteinander funktionieren. Und eine Baugruppe kann zum Beispiel, eine einfache Baugruppe ist ein normaler Feuerlöscher mit einem Sicherheitsventildruckbehälter, Ende. Kann aber auch bis zu einer komplexen petrochemischen Anlage gehen. Und eine Elektrolyseanlage mit Druckgeräten, Kategorie 2, größer gleich 2, ist immer eine Baugruppe nach Druckgeräterichtlinie, wo eine notifizierte Stelle involviert werden muss. Ups, jetzt geht's weiter. Was wird denn bei so einem Baugruppenprozess überhaupt für uns gemacht? Nach Artikel 14.6a müssen wir mal schauen, ob jedes Druckgerät einer Konformitätsbewertung unterzogen worden ist. Und wenn nicht, können wir es im Rahmen der Entschuldigung, ich war kurz stumm geschaltet. Nach 14.6b muss man auch die Integration der verschiedenen Komponenten überprüfen. Da sagt zum Beispiel die Druckgeräte-Richtlinie im Anhang 1, 2, 3, es muss Vorkehren für die Sicherheit in Handhabung und Betrieb vorliegen, zum Beispiel, dass die Sicherheitsventile sicher abblasen können oder dass Vorrichtungen vorhanden sind, die ein Öffnen der Anlage unter Druck verhindern. Nach 2.8 müssen auch Baugruppen so ausgelegt sein, dass die Komponenten zuverlässig für die Betriebsbedingungen geeignet sind. Das einfachste Beispiel, man hätte zum Beispiel tiefkaltes Medium in einer Anlage und es geht von einer austenitischen Leitung in eine ferritische Leitung, dass die ferritische Leitung eventuell durch einen Temperatursensor abgesichert ist, wenn das zu kalt werden würde. Und 2.9 ist auch sicheres Füllen und Entleeren, muss sich Gedanken gemacht werden. Das beste Beispiel ist, man baut eine Anlage, führt eine Druckprobe durch und stellt fest, man kriegt das Wasser nicht mehr aus der Anlage raus, weil man den Entleerungsstutzen vergessen hat. Ist schon vorgekommen. Und die Bewertung der Baugruppe, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, muss immer nach der höchsten Kategorie des unterstützenden Druckgerätes vorgenommen werden. Ausgenommen sind natürlich Sicherheitsbauteile. Sicherheitsventile haben wir immer Kategorie 4, aber werden zur Kategorisierung nicht herangezogen. Das heißt, wenn Sie nur einen Kategorie 2 Druckbehälter haben, wird es natürlich meistens durch ein Kategorie 4 Sicherheitsventil beschützt, aber das Sicherheitsventil können Sie nicht zur Kategorisierung in der Baugruppe verwenden. Und am Schluss muss auch noch die Bewertung des Schutzes durchgeführt werden, nach Anhang 1, 2, C. Das heißt, es muss gewährleistet sein, dass ein Überschreiten des maximalen zulässigen Druckes nicht möglich ist. Und nach 3, 2, 3, Anhang 1, müssen wir auch auf der Anlage vor Ort überprüfen, dass die Sicherheitseinrichtungen korrekt verbaut wurden. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr im Detail an, was wir genau machen. Also, wie gesagt, jedes verbaute Druckgerät, Behälter, Rohrleitung, Ausrüstungsteil und so weiter muss eine Konformitätsbewertung unterzogen werden. Das kann im Rahmen der Baugruppenabnahme folgen, aber meistens ist quasi im Vorfeld schon erledigt. Das kann normalerweise sind das normale Behälter, Armaturen und Rohrleitungssysteme. Hier ist vor allem bei dem Thema Wasserstoff wichtig, da wo auch der Herr Fockenreiter später noch darauf eingeht, dass vor allem die korrekten Werkstoffe dafür gewendet wurden. Was zum Beispiel beim Elektrolyse-Stack im Rahmen der Entwurfsprüfung zu berücksichtigen ist, ist erstmal, dass zum Beispiel das korrekte Regelwerk angewandt wurde und dass auch alle Zusatzanforderungen des Regelwerkes für H2 berücksichtigt wurden. Da hat zum Beispiel das AD2000, EN13445, auch ASME Sections Division 8, Division 2, Sonderanforderungen für Wasserstoff, dass die auch berücksichtigt wurden vom Hersteller. Hier auch muss eine detaillierte Nachweisführung für die Verspannung über alle Betriebszustände über den Stack vorliegen.
und das überprüfen wir auch. Dann muss die zyklische Betriebsweise überprüft werden. Und was dann ganz wichtig ist, dass auch Inspektionen Prüffolgepläne vorlegen. Aufgrund der zyklischen Betriebsweise kann es sein, dass bestimmte Bauteile regelmäßig überprüft werden müssen, beziehungsweise ausgetauscht werden müssen. Deswegen empfehlen wir auch über das Inspektions- und Prüfpläne zu erstellen, die auch später auch so in der Betriebsanleitung mit rein soll. Dann überprüfen wir, ob die Werkstoffe geeignet sind für das Fluid und vor allem die geplante Lebensdauer, dass es nicht zum Beispiel zur Alterung kommen kann. Und gegebenenfalls, vor allem bei Elektrolyseuren, kann es sein, dass auch Werkstoffeinzelgutachten möglich sind, da Sonderwerkstoffe, vor allem vielleicht ganz dicke Platten verwendet werden, die vom Regelwerk nicht abgedeckt werden, oder zum Beispiel die Membran aus dem Kunststoff mit Sonderanforderungen einfach verbaut ist. Und dies kann auch Einfluss auf die Nachweisführung haben und ist im Vorfeld mit uns zu klären. Zum Beispiel, dass man vielleicht bestimmte Sicherheitsbeiwerte bei der Berechnung andere berücksichtigen muss, Alterung und solche Geschichten. Was machen wir bei der Prüfung oder Bewertung der Integration der einzelnen Druckgewebewerte? Da überprüfen wir zum Beispiel, sind alle zusätzlichen Lastfälle berücksichtigt. Der Druckgerätehersteller an sich weiß ja nicht, wo sie später quasi ihr Druckgerät hinschicken oder aufbauen. Wir haben schon gehabt, dann hat der Druckgeräte-Richtlinie, hat der Hersteller die Anlage aufgebaut und festgestellt, ups, er ist ein Erdbebengebiet. Die ganzen Komponenten haben keinen Standsicherheitsnachweis, wie Erdbeben oder Wind oder Schnee. Auch muss das Halterungskonzept überprüft werden. Können Maschinen, Vibrationen entstehen? Wie wirken sich das aus? Gibt es schnell schließende Ventile? Gibt es Druckstöße eventuell? Beziehungsweise hat man heißgehende Leitungen und können sich die Leitung thermisch ausdehnen oder ist die Ausdehnung behindert? Und vor allem, was auch hier für Elektrolyseure sehr wichtig ist, Dichtheit. Sind zum Beispiel die richtigen Flansschiffe verwendet worden? Da gibt es ja zum Beispiel eine TRBS, so muss ich nachschauen, das war die 2512 Teil 2, wenn ich mich recht erinnere. Bestimmte Verbindungen, die dauerhaft technisch dicht sind. Ansonsten kann es ja sein, dass sie eine Überwachung bräuchten, dass sich keine ex-fähiges Gemisch bilden kann in der Anlage, beziehungsweise im Container oder in der Baugruppe. Beim Sicherheitskonzept prüfen wir vor allem die direkt sich eingreifenden Sicherheitseinrüstungen, zum Beispiel Sicherheitsventile und auch die MSR-Schutzausrüstung. Wir überprüfen quasi, ob ein Überschreiten der zulässigen Betriebsparameter korrekt abgesichert ist. Das heißt, wir gehen durch Ihr R&I-Schema, durch die Listen, Komponentenlisten, Bedeutungslisten und schauen mal, sind alle Komponenten von den Drücken und Temperaturen aufeinander stimmig. Sind die Stromlaufpläne korrekt? Beziehungsweise sind alle Komponenten zum Beispiel für den wichtigen Lastwechsel ausgelegt. Das ist meistens schon die einfache Frage, wie oft haben Sie geplant, dass Sie die Anlage ein- und ausschalten über die nächsten 30 Jahre? Und wenn das Druckgerät 1000 lastwechsellos ausgelegt ist, aber Sie schon quasi rein rechnerisch über An- und Abfahren schon auf 30.000 kommen, dann haben Sie ein Problem. Ist auch schon vorgekommen. Dann überprüfen wir, sind die korrekten Sicherheitsausrüstungen verbaut, zum Beispiel passen die Ablassleistungen der Sicherheitsventile, sind die Sensoren richtig eingestuft, zum Beispiel Sieltklassifizierung, ist die Verdrahtung korrekt, Hartverdrahte zum Beispiel, und ist die ganze Dokumentation ausreichend. Wir prüfen die Gefahren- und Risikoanalyse, wir prüfen die Betriebsanleitung, um alle wichtigen Punkte der Druckgeräte drin sind, und wir schauen auch in die CE-Dokumentation der mitgelieferten Unterbaugruppen bzw. Bauteile. Und dort gibt es eine Anmerkung, was mir des Öfteren mittlerweile auffällt, ist vor allem, wenn Sie Unterbaugruppen wie PSA-Einheiten vielleicht beziehen, dass Sie auch prüfen, ob wirklich alles geprüft worden ist von der notifizierten Stelle. Uns ist mittlerweile des Öfteren ausgefallen, dass zum Beispiel Unterbaugruppen ausgeliefert wird, ohne dass die MSR-Schutzausrichtungen vollständig geprüft wurden. Und dann übergeben diese quasi die Pflicht wieder an Sie als Hersteller. Jetzt noch kurz, was muss man bei Baugruppen mit Wasserstoff berücksichtigen? Erstmal, die Prüfung erfolgt wie bei jeder anderen vergleichbaren Baugruppe, auch ohne Wasserstoff. Nämlich der Wasserstoff nach Druckgeräterin ist auch nur ein Gas. Das Gefährdungspotenzial wird durch die Eingliederung in Fluidgruppe 1 bei der Kategorisierung berücksichtigt. Und die Gefahren- und Risikoanalysen muss man die Risiken und Gefahren, die das Medium H2 für die Baugruppe
Baugruppe ausgehen, identifiziert werden und bewertet werden. Zum Beispiel ist das Allerwichtigste immer die Dichtheit, die Werkstoffauswahl. Hat man hochfeste Werkstoffe, die versprühen können, haben wir auch gerade einen Fall gehabt. Da hat der Hersteller für 100 Tonnen den falschen Werkstoff bestellt. Und der hat leider bei Wasserstoff zu starken Versprühungen geführt. Somit musste den Werkstoff komplett neu bestellen. Beziehungsweise gibt es neue Lastfälle. Das Problem gibt es vor allem bei zum Beispiel Wasserstofftankstellen. Die benutzen gerne auch Oxus-Pufferbehälter, TPD-Behälter. Die Winder werden wahrscheinlich nur normalerweise für, sagen wir mal, 1000 Lastwechsel oder Betankungen ausgelegt. Und jetzt benutzen sie das Formel 8 Puffertank mit 10 Lastwechsel oder 100 Lastwechsel am Tag. Dann kann das nicht funktionieren. Und das hat einen direkten Einfluss auf die wiederkehrenden Prüfungen, dass man eventuell das Druckgerät neu bewerten muss, beziehungsweise viel öfter prüfen muss. Und wir als notifizierte Stelle prüfen nur, ob alle nach Druckgerät richtige relevanten Punkte berücksichtigt wurden. Jetzt komme ich noch zu meiner letzten Folie. Da habe ich mal versucht, die Marktanforderungen in der E für Elektrolyseursysteme zusammenzufassen. Also das ist eher ein Neuansteiger, die bauen eine Anlage und wissen erstmal gar nicht, welche Richtlinien müssen sie denn überhaupt verwenden. Das heißt, im ersten Schritt müssen sie schauen, sie müssen identifizieren, alle anzuwendenden Richtlinien für alle einzelnen Produkte und für das verwendungsfertige Aggregat. Also wenn Sie eine Pumpe haben, Maschinenrichtlinie, Druckgeräte, Druckgeräterichtlinie, irgendwelche elektrischen Schalter und so weiter und so fort. Und im Falle eines Elektrolyseurs kommt eben die Druckgeräterichtlinie zur Anwendung, die Maschinenrichtlinie, die Niederspannungsrichtlinie, die EMV-Richtlinie, elektromagnetische Verträglichkeit und die ATEX-Richtlinie für den Explosionsschutz. Im nächsten Schritt müssen Sie den Geltungsbereich abklären. Es kann ja sein, dass bestimmte Gefahren durch andere Richtlinien schon abgedeckt sind bzw. ausgenommen sind. Also Sie müssen dann nochmal wirklich prüfen, zum Beispiel bei der Maschinenrichtlinie sind bestimmte Maschinen ausgenommen. Da wird gesagt, es muss über die Niederspannungsrichtlinie abgefahren werden, aber für alle anderen kann man trotzdem die Gefahren über die Maschinenrichtlinie abfahren. Und dann in Abhängigkeit der jeweiligen Zuordnung zur Richtlinie erfolgt die Einstufung, Kategorisierung und darauf basierend die Auswahl des anzuwendenden Konformitätsbewertungsverfahrens für die einzelnen Produkte, funktionalen Einheiten etc. Auf Basis Schritt 4 der jeweiligen Richtlinieneinstufungen und Konformitätsbewertungsverfahren der einzelnen Produkte und für das verwendungsfertige Aggregat ist gegebenenfalls eine notifizierte Stelle erforderlich. Das heißt, ab K2 müssen Sie uns mit ins Boot nehmen, was gut für uns ist. Und Schritt 5, Sie müssen das Konformitätsbewertungsverfahren erfolgreich durchführen und die wesentlichen Sicherheitsanforderungen erfüllen, inklusive aller formalen Aspekte der Richtlinie. Was ich vielleicht auch noch ansagen muss bei der Druckgeräterichtlinie, wenn Sie einmal den Antrag bei uns zur Zertifizierung gestellt haben, dürfen Sie auf die notifizierte Stelle nicht mehr wechseln, dann müssen Sie durch mit uns. Bei Modul G wenigstens, außer Sie wollen Modul B plus F, dann hätten Sie die Wahl, dass Sie Modul B nur mit uns machen und die einzelnen Abnahme zum Beispiel mit dem lokalen TÜV vor Ort, wenn man das ist. Und auf Basis, wenn Sie dann alles durchgeführt haben, müssen Sie eine EU-Konformitätserklärung durchführen, inklusive aller Auflistung aller angewandten Richtlinien für das Einzelprodukt, wenn Sie zum Beispiel Elektrolyseur selber bauen und dann die Baugruppe und das verwendungsfertige Aggregat bzw. die Baugruppe. Aber bitte erklären Sie nur die Konformität von Richtlinien, die Sie auch wirklich angewendet haben. Wenn Sie nur Zukaufbauteile haben, Maschinen, Sie die Maschinenrichtlinie aber gar nicht bestätigen müssen. Sie können auch quasi sagen, ich habe nur die Maschine in meiner Baugruppe und ich verweise, dass ich es berücksichtigt habe. Aber Sie, bitte erklären Sie es nicht mehr. Wenn Sie die Konformität erklären, stehen Sie für die komplette Maschine da, gerade da. Okay, ich bin dann soweit mit meinem Vortrag durch und bin offen für Fragen. Ja, danke schön, Herr Winkler, für Ihren Vortrag. Wir haben schon ein paar spezifische Fragen zur Druckgeräterichtlinie reinbekommen. An alle Teilnehmer, es ist nun auch die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Ich würde einfach mal in die Fragerunde starten. Herr Winkler, muss ich die Druckgeräterichtlinie verpflichtend anwenden, wenn in der Anlage Druckgeräte mit höchstens Kategorie 1 verbaut sind? Also die Druckgeräterichtlinie hat ja die Ausnahme, dass man ab Kategorie 1 auch andere Richtlinien,
die Gefahrenabdeckung anwenden kann. Das heißt, man könnte auch die Maschinenrichtlinie, die Niederspannungsrichtlinie und die ATEX-Richtlinie anwenden. Aber der Kunde muss natürlich auch eine vorherige Risikoanalyse machen und schon begründen, ist die Richtlinie wirklich nicht anwendbar oder ja. Haben Sie einfach ein Druckgerät, Kategorie 1, zu sagen, ich will die Maschinenrichtlinie anwenden, wird es natürlich ein bisschen schwer zu erklären. Haben Sie aber, bauen Sie selbst eine Anlage, wo ein Kategorie-Druckgerät vorbei ist, es sich aber um eine riesige Maschine handelt, dann ist die Argumentation durchwegs gängig, dass man sagt, das ist eine Maschine, eigentlich das Druckgerät spielt eine untergeordnete Rolle. Sie sollten aber dann wenigstens in der Betriebsanleitung darauf hinweisen, dass Sie das Gefahrenfeld Druck berücksichtigt haben. Danke Ihnen, Herr Winkler. Ich lese eine weitere Frage vor. Kann ich eine Baugruppe nach Druckgeräterichtlinie machen oder bauen, wenn nur Bauteile nach der guten Ingenieurspraxis verbaut sind? Es gibt die Baugruppe der guten Ingenieurspraxis, aber Sie können quasi keine Konformität wieder durchführen. Sie dürfen die auch nicht C-kennzeichnen, müssen Sie wirklich aufpassen. Das ist eine sehr gute Frage, denn das kommt öfter vor, als man denkt. Also wenn Sie nur gute Ingenieurspraxisbauteil haben und kein anderes Bauteil in der Anlage ist, es wurden irgendwie Kategorie 1 fällt und das Sicherheitsventil können Sie bitte nicht dazu verwenden, können Sie kein CE für diese Baugruppe erstellen. Das heißt, Sie haben da nur die Baugruppe der gute Ingenieurspraxis, wo Sie eine Herstellerklärung erstellen können. Bitte auch kein Typenschild mit CE drauf, nur ein ganz normales Typenschild und die CE-Erklärung nach einer anderen Richtlinie machen, Maschinenrichtlinie beziehungsweise Niederspannungsrichtlinie, aber nicht die Druckgeräterichtlinie anwenden. Das ist verboten. Okay, danke. Ich lese noch eine weitere Frage vor. Kann ich Druckgeräte auch nach nicht harmonisierten Regelwerken auslegen? Das ist eigentlich mittlerweile eine Standardfrage und ja, denn es passiert immer öfter, dass die Firmen in Deutschland Engineering machen, aber der Nunfertiger hockt in China und die kriegen kein EU-Material. Also ja, man kann nach ASME-Regelwerk zum Beispiel auch die Druckgeräte-Richtlinie führen, aber es ist immer mit etwas Arbeit verbunden. Quasi man muss eine Delta-Betrachtung machen zur harmonisierten Norm und schauen, wo fordert die harmonisierte Norm mehr und wie kann ich das erfüllen. Also es ist ein bisschen Arbeit notwendig, aber es ist durchaus möglich. Da können wir auch gerne unterstützen, wenn es da Probleme gibt. Wir starten nun in den zweiten Teil unseres heutigen H2-Forums. Grüner Wasserstoff startet mit Elektrolyse. Hierzu darf ich Ihnen recht herzlich unseren nächsten Referenten, Herrn Norbert Zösch, den Geschäftsführer des Stadtwerk Haßfurt, vorstellen. Herr Zösch wird heute über die Erfahrung mit dem Betrieb von H2-Anlagen als kommunaler Energieversorger referieren. Hallo, Herr Zösch. Hallo, Herr Schmidt. Vielen Dank für die Einführung. Okay, dann darf ich beginnen und zwar will ich Ihnen die Anlagen, die wir in Haßfurt hier gebaut haben, beziehungsweise die natürlich Kernelement, die Elektrolyse mal kurz vorstellen in Haßfurt. Kurze Vorstellung, das ist ein klassisches Stadtwerk, das 100% im Eigentum der Stadt Haßfurt ist, über die städtischen Betriebe und wir haben hier ganz normale Strom-, Gas-, Wasserversorgung seit, ja, mehreren Jahrzehnten, wo wir das hier betreiben und haben natürlich auch einen Bereich defizitär betrieben mit Bädern und einem Eissportstadion, also die klassische Aufgabe eben mit Erlösen aus Strom, Gas und Wasser eben möglichst diese defizitären Dinge zu betreiben und auch in den städtischen Betrieben betreiben wir die Nahwärme und die entsprechenden Bereiche für unsere Nahwärmenetze. Ja, ich habe hier einen kleinen Film, wo das ein bisschen zusammengestellt ist, was wir bisher hier ausgebaut haben in Haßfurt. Ich hoffe, Sie hören den Ton. Ton ist nicht zu hören. Ja, dann werde ich das ein bisschen synchronisieren und zwar ist es ein Beitrag von der Frankenschau, wo sie eben über Haßfurt mal kurz berichtet haben. Und wir haben halt hier in Haßfurt die erneuerbaren Energien ausgebaut. Und wir wollen ja alle nicht, dass es so aussieht wie jetzt hier auf dieser Darstellung, dass der Reichstag eines Tages
ja, in der Nähe der Ostsee ist, wenn die Meeresspiegel steigen. Und von daher ist es ganz wichtig, eben das CO2 einzusparen. Und die Grafik, die kennt nur einen Weg nach oben. Also es ist dringend geboten, dass wir eben das CO2 einsparen. Selbst jetzt auch 2020, wo ja viele erwartet haben, dass es zumindest mal stagniert, eben durch Corona, durch diese eben Einschränkungen im Verkehr, ist es trotzdem noch weiter gestiegen, weil eben leider die das CO2 aus der Atmosphäre sich nicht von alleine auflöst. Man sieht auch hier diesen Anstieg, der eben dramatisch nach oben geht in den letzten Jahren. Und wie gesagt, da ist dringend Handlungsbedarf. Und deswegen ganz wichtig eben auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. 2015 in Paris ja beschlossen, aber bis heute noch nicht großartig umgesetzt, auch natürlich nicht weltweit. Und je länger man wartet, das soll diese Grafik hier zeigen, umso schneller muss die Umstellung erfolgen. Und wie gesagt, das eine ist der Preis, das andere ist eben auch die Notwendigkeit, CO2 einzusparen. Deswegen, wenn es wirtschaftlich ist, ist es natürlich schön. Auf der anderen Seite denke ich, wenn man viele Dinge unternehmen müssen, damit wir eben auch den Wasserstoff noch schneller in den Markt bekommen, um eben uns aus den fossilen Energien, die Sie hier rechts aufgezeigt sehen, verabschieden können. Und um eben genügend Energie zu erzeugen, steht uns ja die Sonne zur Verfügung. Sie sehen hier mal, in welchem Verhältnis, also Energie ist genügend vorhanden, die wir jetzt nur eben wandeln müssen und eben so vergleichmäßigen über die Erneuerbaren, dass wir dann eben auch immer Energie zur Verfügung haben. Und da ist eben eine Wasserstofferzeugung und Speicherung natürlich ganz wichtig. Hier nochmal zusammengetragen, das, was im Film zu sehen war, eben 31 MW Windkraft haben wir, 15 MW Photovoltaik im Netz. Mittlerweile überall auch Smart Meter, sodass jeder Verbraucher auch seinen Verbrauch und natürlich seine Erzeugung. Wir animieren die Leute natürlich auch dazu, PV-Anlagen zu bauen, Brennstoffzellen einzubauen. Eine Biogasanlage haben wir hier auch im Betrieb. Und wie gesagt, unsere Biogasanlage, die wir eben in Überschusszeiten dann einsetzen und Wasserstoff erzeugen. Dann hatten wir hier mal ein Forschungsprojekt zu E-Fuels. Die Brennstoffzellen, wie gesagt, setzen wir derzeit schon ein, allerdings noch über Methan. Das heißt also, hier wird ein Reformer eingesetzt, der aus Methan Wasserstoff macht. Später wollen wir mal den Wasserstoff, den wir ins Erdgasnetz einspeisen, natürlich direkt in diesen Brennstoffzellen in Wärme und Strom umwandeln. Was wir schon realisiert haben, ist eben das BHKW, also diese Sektorkopplung, dass wir eben auch mit 100% Wasserstoff das BHKW betreiben können und das Ganze natürlich integrieren können in unsere städtischen Netze und auch natürlich in unsere Smart City, die wir eben seit eineinhalb Jahren hier weiterentwickeln, um eben auch die Bevölkerung mitzunehmen. Es ist auch ganz wichtig, dass die Akzeptanz von diesen ganzen Anlagen hier auch dargestellt oder erstmal dargestellt wird und damit eben die Akzeptanz gesteigert werden kann, haben wir eben diese Dinge hier bei uns auch weiterentwickelt. Hier noch mal Bilder von den Anlagen, die zu sehen sind, hier der große Batteriespeicher. Auch das wird notwendig sein, der in dem Fall 10 MW oder 10 Megawattstunden speichern kann. Und natürlich haben wir auch die städtischen Gebäude alle installiert. Überall da, wo Dächer waren, wo wir eben PV-Anlagen installieren konnten, haben wir das auch getan, sodass wir dann eben auf diese hohe Quote kommen. Allein im Netz ist es eben deutlich über 100% jetzt schon, was wir hier erzeugen über die regenerativen Energien. Und wenn man das in unserem Vertrieb mit reinrechnet, sind wir gar bei über 200%. Also wir sind schon in einem Verhältnis, wo wir deutlich mehr erneuerbare Energien hier haben, wie wir zeitgleich dann hier auch brauchen. Und deswegen ist die Speicherung oder war die Speicherung für uns eigentlich ein ganz wichtiger Beitrag. Unsere Power-to-Gas-Anlage und die haben wir gemeinsam eben mit Greenpeace Energy bauen können, weil sie natürlich derzeit noch keine Wirtschaftlichkeit erzielen kann, aufgrund natürlich der hohen Kosten der Anlagen beziehungsweise eben der geringen Stückzahlen, die gefertigt werden.
haben wir eben gemeinsam eben mit unserem Projektpartner Greenpeace Energy über dieses Pro Windgas, so heißt dieses Produkt, das jeder übrigens bundesweit erwerben kann. Und da zahlt er ca. 0,4 Cent mehr für seine Kilowattstunde Erdgas und darüber werden eben diese Anlagen refinanziert. Sie wurde 2016 bereits in Betrieb genommen, also da hat noch haben die wenigsten über Wasserstoff gesprochen und von daher können wir auch über eine 5-jährige Betriebserfahrung jetzt berichten. Und hier nochmal kurz zusammengestellt unsere Anlage, hier die Wasseraufbereitung, also Reinstwasser ist natürlich notwendig, weil wir hier auch eine Membrantechnik von Siemens haben, hier den Sealizer 200, also wir betreiben den mit 1,25 MW Strom, wie gesagt immer in Überschusszeiten und erzeugen damit natürlich ausschließlich grünen Wasserstoff, der dann eben hier in unser Erdgasnetz eingespeist wird. Die Anlage musste natürlich auch nach emissionsschutzrechtlichen Vorgaben genehmigt werden. Auch das haben wir hier natürlich, weil es war die erste Anlage in Bayern übrigens notwendig war und das natürlich auch für die Behörden eine Herausforderung ist. Auch da muss ich das Lob auch an den TÜV weitergeben, der eben hier sehr konstruktiv mit uns zusammengearbeitet hat und eben die Anlage in kürzester Zeit auch von der genehmigungstechnischen Seite her freigegeben hat. Und hier auf dem Bild sehen Sie noch diesen Gastrockner, den wir hier mit einsetzen, um eben den Wasserstoff 5.0, also eine Reinheit von 99,999% zu ermöglichen. Anlagentechnisch sehen Sie hier die Zusammenstellung, also Wasseraufbereitung, Kernstücke, Elektrolyse, Gaseinspeisung und eben auch die verschiedenen Beimischungsarten. Einmal speisen wir eben 5% ins Erdgasnetz der städtischen Versorgung ein und eben auf der anderen Seite nochmal 10% Richtung der Melserei. Und dort werden eben BRKWs, wie gesagt, seit 2016 jetzt mit dieser Beimischung von 10% betrieben und ja, an der Anlage selbst, wie gesagt, haben wir auch natürlich Messungen gemacht, damit eben auch diese Beimischung, die wir hier in unserer Anlage mit ins Erdgasnetz einführen, am Ende auch wieder ankommt und eben die Messung, da begleitet uns die Ostbayerische Technische Hochschule bei diesen Messungen und wie gesagt konnten auch bestätigen, dass der Wasserstoff dorthin kommt oder hinkommen soll und auch nicht die Netze, die jetzt getrennt sind von diesem Netz. Auch hier sind die üblichen Bauteile alle vollkommen ausreichend und natürlich könnten wir schon mit einer Beimischung, hier sehen Sie es mal von 10%, schon 6,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Also auch die Beimischung ins Erdgasnetz ist sicher ein erster Schritt, bis man mal später fast oder die 100% dann erreichen kann und die Gasnetze zumindest im unteren Druckbereichen eben nahtlos eben auch für den Wasserstoffbetrieb dann nutzen kann. Hier in unserem Fall, wir haben einen Tank mit einem Volumen von 1750 Normkubikmeter Wasserstoff, den wir eben hier vorhalten können bei 35 Bar Druck. Unsere Anlage arbeitet eben in dieser Druckstufe und hier sehen Sie eben den Ausbläser vom Sauerstoff. Sauerstoff wird bei uns an der Anlage momentan noch nicht genutzt, sondern die Leitung zur Kläranlage ist projektiert, aber leider hat man da keine Fördermittel bekommen, sonst hätten wir die auch schon bauen können. Aber wir sind da zuversichtlich, dass wir die früher oder später dann auch realisieren können. Power-to-Gas-Anlagen kann man auch eben im Regelmarkt schon einsetzen. Auch das haben wir in den letzten Jahren bewiesen, zusammen mit Next Kraftwerke, wo man die Anlage eben viertelstundenweise abrufen kann und natürlich eben die Leistungen variieren kann. Das ist der große Vorteil an dieser Power-to-Gas-Anlage, dass die eben sehr schnell verfügbar ist und natürlich auch verschiedene Bereiche abdecken kann. Natürlich vorzugsweise immer zu Zeiten, wo die Preise gegen Null oder negativ werden, um natürlich auch von Haus aus schon einen günstigen Wasserstoffpreis erzielen zu können. Und nachdem unsere Anlage, wie gesagt, jetzt 5 Jahre in Betrieb ist, konnten wir die Kapitalkosten auch schon natürlich zurückführen, halbieren. Unsere Anlage, die Sie jetzt vorhin gesehen haben, hat zu ca. 2 Millionen Euro gekostet. Und man sieht ja hier, wo die Preise liegen. Leider zahlen wir bis heute noch die EEG-Umlage, obwohl das jetzt ab 1.1. diesen Jahres ja zumindest mal in Aussicht gestellt wurde. Aber noch, wie gesagt, wird
eben bei der Abrechnung die EEG-Abgabe ist abzuführen. Natürlich auch eine, sagen wir mal, traurige Entwicklung, dass man schon 5 Jahre lang weiß, dass man eben, wenn man Wasserstoff wirklich fördern möchte, dann sollten, dann müssen eben diese ganzen, ja, ich nenne sie mal Strafzölle entfallen, um eben solche Anlagen auch kostendeckend und später mal natürlich auch profitabel betreiben zu können. Das Ganze ist natürlich abhängig vom Ausbau der erneuerbaren Energien. Je höher der Anteil, umso höher sind natürlich auch die Zeiten, wo man günstigen Strom hat. Und dann kann man eben Wasserstoff schon, Sie sehen sie hier, teilweise 3, 4, 5, 6 Cent herstellen. Dann sind wir natürlich in Bereichen, wo er auch voll konkurrenzfähig ist. Das wird sicherlich noch einige Zeit dauern. Aber je schneller eben die Erneuerbaren ausgebaut werden, umso schneller kann man dieses Ziel erreichen. Und dann muss man den Wasserstoff ja auch in die Anwendung bringen. Und wir haben eben hier ein BHKW installiert von der Firma 2G. Das eben beides kann. Es kann sowohl Wasserstoff als auch ganz normales Methan eben verarbeiten und dann kann man wieder Wärme und Strom erzeugen, sodass man in der sogenannten Dunkelflaute dann natürlich diesen Gasspeicher nutzen kann und kann über das BHKW wieder Strom erzeugen und natürlich auch die Wärme nutzen. Dann eben diese Einspeisung oder Leitung zur Kläranlage ist sicherlich auch noch interessant. Auch da kann man dann Betriebskosten der Kläranlage sparen, weil eben die Ausreinigung natürlich über den Sauerstoff nochmal deutlich besser ist. Ja, auch einen kleinen Preis haben wir schon mal gewonnen mit unserer Anlage in der Kombination eben bei Zukunft Erdgas. Mittlerweile heißt ja das Unternehmen Zukunft Gas. Auch einen kleinen BHKW, wenn Sie so wollen, von der Firma Senatec in Schweinfurt, wird derzeit eben getestet über die Ostbayerische Technische Hochschule, eben auch mit 100% Wasserstoffbetrieb. Auch das wollen wir natürlich hier bei uns einsetzen. Wir zusammen bei einer Waldorfschule, die eben hier dann auch CO2-frei Wärme beziehen kann, eben über diese Anlagen, über das BHKW und natürlich auch über diese Senatec-Anlage. Zu einer benachbarten Firma wollen wir auch eine Wasserstoffleitung, Direktleitung legen, um eben auch das zu zeigen, dass man Wasserstoff auf 100% transportieren kann und das sollen dann dort auch Stapler im ersten Fall umgestellt werden auf Wasserstoff und eben dann auch später natürlich auch die Fahrzeuge bzw. LKWs, die dann eben mit Brennstoffzellen betrieben werden. Und wie gesagt, die Anwendungen sind ja vielfältig vom Wasserstoff. Da ist hier eine Folie vom DVGW, in welchen Bereichen Wasserstoff überall eingesetzt werden kann. Wir wollen hier vor Ort zeigen, dass es auch regional möglich ist und dass es natürlich aus den Erneuerbaren kommen muss, damit man eben wirklich grünen Wasserstoff auch regional herstellen kann und den dann eben auch in den verschiedenen Sektoren einbringen kann. Auch in die Mobilität wollen wir natürlich gehen und wir haben uns auch beworben für eine Wasserstofftankstelle, die wir in unmittelbarer Nähe der Bau- und Gasanlage hier bauen möchten. Da warten wir noch auf einen Zuwendungsbescheid, dass wir eben diese Anlagen auch umsetzen können. Und dann können wir eben aus diesem regenerativ erzeugten Wasserstoff auch Fahrzeuge betanken. In erster Linie werden es natürlich erstmal Busse und LKW sein, aber früher oder später, denke ich, werden die PKW sicherlich auch interessant werden, wenn die Preise von diesem Wasserstoff eben interessanter werden. Zum Abschluss noch ein kleines Forschungsprojekt, das wir gemeinsam mit Professor Peter Wasserscheid durchführen, weil wir hier in Haßfurt natürlich diese Einspeisung von diesen 5%, demnächst wollen wir 10% einspeisen, Wasserstoff, den wollen wir wieder aus dem Netz rausholen, das heißt also über unsere Gasleitung praktisch als Transportnetz nutzen und dann an beliebiger Stelle wieder den Wasserstoff rausholen können, um dort natürlich dann reine Wasserstoffanwendungen über eine Brennstoffzelle generieren zu können. Und hier ist eben die sogenannte elektrochemische Wasserstoffabtrennung, die wir jetzt hier in einem Forschungsprojekt auch belegen und zeigen wollen, dass das funktioniert, um eben auch die Erdgasleitungen in der Übergangszeit, wenn sie noch nicht 100% Wasserstoff liefern können,
dann eben auch solche Teillieferungen möglich sind und an beliebiger Stelle dann eben wieder 100% Wasserstoff zur Verfügung steht. Ja, das wäre so im Schnelldurchgang die Projekte, die wir eben hier in Haßfurt durchgeführt haben. Und für Fragen stehe ich natürlich jetzt gerne zur Verfügung. Ja, danke, Herr Zösch, für Ihren interessanten Beitrag. Es ist wirklich toll, wie Sie in Haßfurt die, sagen wir mal, die Energiewende vorantreiben. Eine tolle Sache. Wir haben tatsächlich ein paar Fragen wieder im Chat reinbekommen. Ich würde da einfach jetzt mal durchgehen. Mhm. Wie viel höher sind die Gestehungskosten pro Kilogramm Wasserstoff dadurch, dass der Elektrolyseur nur zu Überlastungszeiten fährt und nicht in Dauerbetrieb? Ja, also es ist so, man kann es eigentlich umgekehrt beantworten. Natürlich, je günstiger der Preis, der Strompreis ist, umso günstiger kann der Wasserstoff sein. Und die Betriebsstunden bei uns liegen natürlich momentan so bei maximal 2.500, 3.000 Betriebsstunden, weil eben diese Überschusszeiten noch nicht allzu groß sind. Also, und wir müssen halt immer, wir sind mehr oder weniger aufs Wetter festgelegt, wann wir eben den Wasserstoff erzeugen können, weil wir, wie gesagt, Wert darauf legen, gemeinsam mit Greenpeace Energy, dass es grüner Wasserstoff ist. Und von daher ist natürlich die jetzt Preise hier aufzurufen. Wir sind noch, haben noch keine Wirtschaftlichkeit, sonst würde es ja auch schon jeder machen, sondern wir sind da auf einem guten Weg und können dann eben, wenn die Anlage da zumindest mal abfinanziert ist, dann eben natürlich auch Preise erzielen, die unter diesen Preisen liegen, von diesen 9,90 Euro pro Kilogramm. Also wir streben das an, noch sind wir noch drüber. Auch der Rainer Saliger hat es ja auch schon in seinen Ausführungen gezeigt, dass der Weg dorthin natürlich noch weit sein kann, aber wir müssen natürlich möglichst schnell diese Anlagen so weit bringen, dass sie auch wirtschaftlich sich darstellen können und da muss man am Anfang subventionieren. Ja, das ist sicherlich richtig und auch noch eine Herausforderung, nicht nur an Haßfurt, sondern auch an viele andere, in vielen anderen Bereichen. Ja. Diese Frage ist sehr speziell. Ich lese sie trotzdem einmal vor. Sind die Gasnetze für H2-Gas geeignet wegen der Diffusion durch die Kunststoffrohre? Ja, also auch das ist geistert eben durch die Medien, dass der Wasserstoff einfach die Leitungen verlässt. Das Ganze ist, können wir hier auch belegen, beweisen und auch der DVGW bestätigt es ja seit längerem, dass es in PE-Netzen und in Stahlnetzen bis zur Druckstufe 16 bar keinerlei Probleme gibt, dass da der Wasserstoff irgendwo verschwindet oder diffundiert. Also die Leitungsnetze und deswegen ist es ja ein großer Vorteil, dass man eben die Netze, die man da jetzt baut mit PE-Leitungen auch später nutzen kann für den Wasserstoffbetrieb. Auch da denke ich, ist es eher sinnvoll, diese Netze weiterzubauen, weil momentan werden kaum noch Gasnetze gebaut, weil man eben befürchtet, dass das eben verlorene Investitionen sind. Aber wenn eben eine Wasserstoffwirtschaft wirklich dann möglich ist, dann kann man eben die jetzigen Erdgasnetze später mit Wasserstoff betreiben. Also die Leitungen selber sind sicher das geringste Problem. Super, ich danke Ihnen, Herr Zösch. Mit dem Blick auf die Uhr müssen wir leider im Programm fortschreiten. Auch Ihnen werde ich die restlichen Fragen aus dem Chat zukommen lassen und bitte, diese dann im Nachgang zu beantworten. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, diese jetzt direkt im Chat zu beantworten. Danke Ihnen für Ihren Vortrag, danke Ihnen für die Beantwortung der Fragen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Wiederschauen. Ciao, ciao. So, kommen wir nun zu unserem nächsten Programmpunkt. Mit Herrn Dr. Thilo Riesner, dem Geschäftsführer der WUN H2 GmbH und der Riesa Gase GmbH aus Lichtenfels, darf ich nun unseren nächsten Referenten ankündigen. Herr Dr. Riesner wird in seinem Vortrag über die Genese des Projekts WUN H2 Großelektrolyse in Wunsiedel berichten. Hallo, Herr Dr. Riesner. Ja, hallo, Herr Schmidt. Vielen Dank für die Einführung. Ja, gerne berichte ich ein bisschen über das Projekt in Wunsiedel, was ja auch gerade in den letzten Tagen
in den Medien ein bisschen hohe Wellen geschlagen hat. Am Freitag war Spatenstich mit hoher Prominenz aus München. Herr Söder, Herr Aiwanger und Herr Glauber waren vor Ort zum Spatenstich und es hat uns natürlich gefreut, dass unser Projekt da auch so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja, dann lege ich mal los. Ich will heute ein bisschen was über die Anlage erzählen, die wir in Wunsiedel bauen, über die Hintergründe und ja, was da so alles passiert. Also erstmal, wer steht überhaupt hinter der Wohnhart 2? Was wird gebaut konkret? Wie kam es zu dem Projekt? Was waren die großen Herausforderungen dabei? Und ja, wohin geht die Reise? Was haben wir so in Zukunft noch vor damit? Hinter der Wohnhart 2 stehen drei Gesellschafter. Zum einen die Stadtwerke Wunsiedel, sind, sag mal, ähnlich aufgestellt wie die Stadtwerke Haßfurt, von denen wir gerade schon schöne Beispiele gehört haben zum Thema Wasserstoff. Mit 45% ist auch die Firma Siemens beteiligt und mit 45% eben die Firma Riesner. Ja, wir sind vielleicht ein paar Worte zur Firma Riesner Gase. Wir sind ein typischer mittelständischer Industriegasebetrieb, haben das gesamte Portfolio von Industriegasen, Lebensmittelgasen, medizinischen Gasen und eben auch Wasserstoff. Geschäftsführung der Firma Wohnhart 2 teile ich mir mit dem Herrn Philipp Mattes von Siemens. Und ja, die Wohnhart 2 ist eine reine Betreibergesellschaft. Das heißt, sie wird nicht am Markt aktiv werden, sondern nur die Elektrolyseanlage eben errichten und betreiben. Was ist da jetzt genau Thema in Wunsiedel? Im Zentrum steht natürlich, oder das Herz der Anlage ist die Elektrolyseanlage, ein Sealeister 300 von der Firma Siemens. In der ersten Ausbaustufe mit 160 Kilogramm pro Stunde Produktionskapazität. Es ist dann eine Verdoppelung nochmal möglich auf 320 Kilogramm. Wenn wir jetzt von der Elektrolyse mal nach links gucken, gibt es noch, die Elektrolyse macht nicht nur Wasserstoff, sondern auch Sauerstoff und Wärme. Für den Sauerstoff haben wir zwar zwei, drei Projekte in Sicht, wie wir ihn verwenden können, aber jetzt von Anfang an haben wir noch keine Lösung gefunden. Es ist doch schwierig, aufgrund der ja, netzdienlichen Betriebsweise der Elektrolyse fällt halt mal Sauerstoff an und mal nicht. Speicherung ist sehr aufwendig. Insofern ist es da schwierig, auch dann Abnehmer zu finden, die mit diesem wechselnden Angebot klarkommen. Was allerdings gelungen ist, ist die Wärme zu nutzen. Direkt daneben auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird gerade eine Klärschlammtrocknung gebaut und die Abwärme der Elektrolyseanlage wird genutzt, um den Klärschlamm da zu trocknen. Ja, wenn wir dann von der Elektrolyseanlage nach rechts gehen, folgen wir dem Wasserstoffpfad, was natürlich der Hauptzweck des Ganzen ist und das ist das wertvollste Produkt. Der Wasserstoff kommt erstmal in so einen Niederdruckpuffer. Der Sealeister 300 arbeitet fast ohne Überdruck, ist dadurch auch kein Druckbehälter, was wir vorhin gelernt haben. Wir sind also unter einem halben Bar. Um die 100 Millibar circa ist der Druck in der Elektrolyse. Dann geht es eben in einen zum Pufferspeicher. Von da aus kommt dann der erste Niederdruckkompressor, verdichtet den Wasserstoff auf ca. 35 Bar. Dann kommt der Deoxotrockner hier im rechten Bereich, der die Feuchtigkeit und den Sauerstoff noch gar rausnimmt. Dann haben wir so einen Zwischenspeicher im Druckbereich von 35 Bar. Und von da aus wird er wieder verdichtet auf 500 Bar in einen Hochdruckspeicher. Vom Hochdruckspeicher geht es dann direkt in die LKW-Abfüllung. Wir haben also in Wunsiedel wird der größte Teil der Produktion in LKWs verladen und dann zu industriellen Kunden gebracht oder eben zu Mobilitätsanwendungen. Weiterhin geplant ist auch noch eine Wasserstofftankstelle direkt vor Ort. Da läuft gerade der Förderantrag. Sobald er genehmigt ist, widmen wir uns auch dem Projekt. Ja, wie kam es zu dem Projekt? Wie so oft gibt es bei so einem großen Projekt mehrere Fäden, die sich treffen müssen und zusammenkommen. Der eine Faden war der sogenannte Wunsiedler Weg. Seit circa 20 Jahren arbeiten die Stadtwerke Wunsiedel dran, die Energiezukunft lokal zu gestalten und hat in diesem Zug auch viele Projekte umgesetzt, haben eine Technologiepartnerschaft mit Siemens gegründet, haben Pelletswerke gebaut, Blockheizkraftwerke, Batteriespeicher installiert und eben diese Klärschlammtrocknung, die ich schon erwähnt habe, wird gebaut. Ja, und die Elektrolyse war eben auch schon länger
ein Teil des Puzzles des Wunsiedlerwegs, und die Stadtwerke und Siemens waren immer so ein bisschen auf der Suche, wie können sie das wirtschaftlich gestalten, und da hat eben immer noch auch ein Partner gefehlt, der den Wasserstoff abnimmt. Ein weiterer Punkt, der sicherlich auch wichtig ist, ist, dass das Ganze intelligent vernetzt wird und die Bevölkerung sehr stark mit einbezogen wird, dass da eben auch ein Verständnis da ist und sich keine Gegenpositionen aufbauen. Der andere Weg, der andere Faden, der dann zusammengekommen ist, kommt von unserer Seite. Wir beziehen im Moment den Wasserstoff, den wir für unsere Industriekunden brauchen, von hauptsächlich zwei großen Wasserstoffquellen aus der chemischen Industrie, Burghausen und BASF in Ludwigshafen. Und da gab es kurz nacheinander im Jahr 2016 zwei Störfälle, und die Quellen sind also nacheinander weggefallen, was uns in große Schwierigkeiten gebracht hat. Seitdem suchen wir nach einer Lösung, eine eigene Wasserstoffquelle zu bauen, um uns da eben unabhängig zu machen von diesen anderen Quellen, und weil wir als Mittelständler auch immer langfristig denken und über Generationen hinweg, war natürlich der Wunsch, da auch eine grüne Wasserstoffquelle zu bauen, wenn wir jetzt schon eine bauen, und nicht einen Steam Reformer, der dann wieder großartig CO2 emittiert. Und im Sommer 2019 kamen dann die beiden Fäden zusammen. Wir haben also von diesem Projekt in Wunsiedel erfahren und haben dann Kontakt aufgenommen und sind sehr schnell zur Überzeugung gekommen, dass das wunderbar zusammenpasst, und haben einen Monat später schon ein LOI unterzeichnet, also eine Absichtserklärung, deren Ziel es war, dass in Wunsiedel eben eine große Elektrolyseanlage mit Trailerverladung gemeinsam gebaut werden soll. Seitdem arbeiten wir drei Parteien daran, das Projekt zu verwirklichen, und sind nach einigen Hürden und Hügeln, die wir da nehmen mussten, dann auch tatsächlich zum Erfolg gekommen, und die Bauarbeiten laufen inzwischen schon. Ja, was hat das Projekt so dann doch zu einer Herausforderung gemacht, die jetzt fast noch 2 Jahre gebraucht hat, um sie zu bewältigen? Ein großes Problem war sicherlich, ein Geschäftsmodell zu finden, das trägt, also dass wir auch zeigen können, das Ganze rechnet sich, es ist wirtschaftlich darstellbar. Haben wir gerade schon gehört, es ist gar nicht so leicht. Man hat mit hohen Gestehungskosten bei Wasserstoff zu kämpfen, man hängt sehr am Strompreis, die Anlagen sind noch relativ teuer. Und das war sicherlich eine der großen Herausforderungen. Ist uns gelungen, indem wir es geschafft haben, Partner zu finden, die uns die Flexibilität zu vergüten, die wir bereitstellen. Das nächste Problem war, Förderung zu bekommen. Ganz ohne Förderung geht es noch nicht. Das ist sicherlich heute noch so, solange die Elektrolyseanlagen noch so teuer sind. Und da war das Ziel eigentlich, dass der bayerische Staat ein bisschen was dazu gibt. Wir haben uns so um die 20% Förderquote vorgestellt, mussten dann aber leider feststellen, dass das nicht möglich ist, trotz der groß angekündigten Wasserstoffstrategie des Staats Bayerns. War es also nicht möglich. Wir waren mehrmals in den Ministerien und es wurden also immer hoch gelobt, tolles Projekt, super Sache, aber puh, leider passt ihnen kein Förderprogramm. Die Förderprogramme sind rein auf Mobilität ausgerichtet, und da unser Konzept ist, erstmal Wasserstoff in die Industrie herzustellen, der ja auch dann tatsächlich abgenommen wird, und für die Mobilität erst in der zweiten Phase, wenn sie in Gang kommt, sind irgendwie die ganzen Förderprogramme an unserem Projekt vorbeigelaufen. Dritte große Hürde war, eine Bank zu finden, die das Ganze finanziert. Das Ziel war eine sogenannte Non-Recourse-Finanzierung, das heißt ohne Haftung auf die Gesellschafter. Da waren viele Gespräche notwendig, um dann letztendlich eine Bank zu finden, die diesen Weg mitgeht. Problem war bei den einen Banken, denen war das Volumen zu klein für so eine Non-Recourse-Finanzierung. Andere Banken hatten einfach ein bisschen Unsicherheit oder Angst vor diesem neuen Markt, den noch keiner so richtig kennt. Aber letztendlich ist es dann mit der Umweltbank gelungen, einen Partner zu finden, der den Weg mitgeht. Ja, und insgesamt ist es eben schwierig, Partner zu finden. Das Know-how entsteht ja gerade erst noch in der Wasserstoffbranche. Das Know-how in Anlagenbau, eben in der Energieversorgung, wie wird Flexibilität vergütet. Das hat auch einige Zeit gedauert, bis wir da alle zusammen hatten, die wir dafür brauchen. Ja, und natürlich, das ist auch immer noch ein Problem,
an dem wir arbeiten, aber auch optimistisch sind, Kunden zu finden, die bereit sind, für grünen Wasserstoff mehr zu bezahlen als für grauen. Das ist in der Industrie leider noch nicht der Fall. Die Industriekunden sind doch im starken Wettbewerb in ihren Märkten jeweils und haben so hohen Kostendruck, dass da die Bereitschaft für grünen Wasserstoff mehr zu zahlen, ich sage es mal vorsichtig, doch sehr überschaubar ist. Das heißt, wir haben im Moment eigentlich nur den Vorteil, dass die nächsten Quellen sehr weit weg sind und die Transportkosten beim Wasserstoff relativ hoch sind und wir so für den Wasserstoff, der in der Region Wunsiedel ist, sagen wir im Umkreis von 100 Kilometern, haben wir da eben den Vorteil mit den geringen Transportkosten und können so die höheren Produktionskosten einigermaßen ausgleichen. Natürlich ist auch ein bisschen Idealismus dabei und die Hoffnung, dass das in Zukunft sich doch positiv entwickelt. Ja, was sind so die nächsten Themen? Was haben wir vor? Ein wichtiger Punkt für uns ist, THG-quotenfähigen Wasserstoff herzustellen. THG ist dieses Treibhausgasregelung, die jetzt zum Beispiel Raffinerien betreffen, die Treibstoffe herstellen. Die sind gezwungen, einen gewissen Anteil von grünem Wasserstoff herzustellen, aber der langt nicht nur, dass der mit grünem Strom hergestellt wird, da gibt es eben noch höhere Anforderungen. Der Wasserstoff muss gleichzeitig mit der Stromproduktion erfolgen. Die Stromproduktion muss räumlich in der Nähe sein. Das Ganze ist noch nicht endgültig ausformuliert, wäre für uns aber ein wichtiger Punkt, um eben den grünen Wasserstoff dann auch wirklich als grünen Wasserstoff zu vermarkten in diesen Bereichen. Nächster Punkt ist, bis jetzt haben wir eine 200 und eine 300 Bar Trailerabfüllung. Interessant wäre vielleicht irgendwann mal eine 380 Bar oder eine 500 Bar Trailerabfüllung. Hätte den Vorteil, dass man dann direkt aus den Trailern in kleineren Tankstellen überströmen lassen kann und sich den Kompressor vor Ort sparen kann. Das wäre sicherlich eine ganz spannende Sache, ist aber auch noch ein bisschen Entwicklungsarbeit dabei. Ja, was ich gerade schon erwähnt habe, wir haben sehr viele Interessensbekundungen von Projekten, wo verschiedene Städte oder ja, Wasserstoffbusse und Müllfahrzeuge mit Wasserstoff betreiben wollen. Aber so richtig in sagen wir mal, verbindliche Lieferverträge hat es noch nicht gemündet und da werden wir natürlich weiter daran arbeiten, dass das dann auch gelingt und damit dann eben auch eine Auslastung zu schaffen, die uns in den wirtschaftlichen Betrieb bringt. Klar, wenn die Wasserstoffwirtschaft dann mal richtig Fahrt aufgenommen hat, ist eben die zweite Ausbaustufe, die ich schon erwähnt habe, natürlich das Ziel, mit dem wir dann die Produktion nochmal verdoppeln können und bis zu ja, knapp 2000 Tonnen Wasserstoff im Jahr produzieren können dann. Auch eine spannende Option ist nochmal den Sauerstoff zu nutzen. Die Hürden habe ich schon genannt, dass er eben nicht durchgängig verfügbar ist. Aber da wird auch weiter an Ideen gearbeitet und wir versuchen da Lösungen zu finden. Eine Möglichkeit, die ja auch der Herr Zisch vorhin in seinem Beitrag schon mal genannt hat, ist im lokalen Klärwerk, das auch durchaus in der Nähe ist, den Sauerstoff einzusetzen, um die Kläranlage etwas wirtschaftlicher zu machen. Aber auch da sind wir natürlich mit der Herausforderung konfrontiert, dass der Sauerstoff möglichst gleichmäßig zur Verfügung stehen sollte. Ja, und auch ein sehr spannendes Thema ist die Herstellung von E-Fuels, Benzin, Kerosin aus Wasserstoff. Da gibt es auch schon vielversprechende Gespräche mit potenziellen Partnern, die solche Anlagen dann in der Nähe bauen wollen und dann direkt über Rohrleitung versorgt werden. Ist bis jetzt ein bisschen dran gescheitert an der Verfügbarkeit von biogenem CO2. Der CO2-Markt, in dem wir auch aktiv sind, ist nicht so ganz einfach. Da gibt es große Hochs und Tiefs und Versorgungsengpässe regelmäßig im Sommer. Und vor allem die Verfügbarkeit von wirklich biogenem CO2 ist noch sehr schlecht. Aber sobald wir da eine gute Lösung gefunden haben, wird das Thema sicherlich auch nochmal interessant und neu angegangen werden. Ja, dann bedanke ich mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Falls noch Fragen sind, die jetzt nicht im Chat geklärt werden können, gerne auch an mich direkt oder jetzt eben hier im Chat.
Ja, danke, Herr Dr. Riesner, für Ihren Vortrag. Ein wirklich interessantes Projekt, was Sie da in Wunsiedel auf die Beine stellen. Auch für Sie sind natürlich Fragen im Chat eingegangen. Ich würde mal direkt in die Fragerunde starten. Wir sind ganz gut in der Zeit. Ja, das fasse ich mal zusammen. Wieso gerade Wunsiedel? Was unterscheidet das Wunsiedler Projekt von den vielen anderen Wasserstoffprojekten? Ja, Wunsiedel, ich hatte es vorhin schon erwähnt, der Wunsiedler Weg ist schon lange beschritten, seit 20 Jahren, und es sind eben da wirklich gute Voraussetzungen für die Wärmenutzung, eventuell für die Sauerstoffnutzung vor Ort, die Bereitschaft, so eine Anlage dort aufzustellen, dass auch die Behörden mit an einem Strang ziehen. Wir sind da wirklich auf sehr, sehr gute Voraussetzungen gestoßen. Und der Unterschied zu anderen Projekten ist eben diese Trailerabfüllung. Die meisten Wasserstoffprojekte, die gerade so im Gang sind, sind ja doch auf die lokale Verwendung von Wasserstoff ausgelegt. Und da unterscheiden wir uns eben, dass wir primär jetzt zumindest in der ersten Phase den Wasserstoff mit einer Trailerverladung verladen und dann für industrielle Zwecke nutzen und eben im Umkreis von, sagen wir, circa 200 Kilometern gut eben anwenden können. Super, danke Ihnen. Dann eine weitere Frage: Wieso die großen Hochdruckspeicher? Ja, es ist ein bisschen erstaunlich. Die Hochdruckspeicher haben pro Kilo Wasserstoff kosten gar nicht so viel mehr als ein normaler Druckspeicher mit 35 Bar. Und wir haben den Vorteil, dass wir dann, sag mal, unabhängig von den Kompressoren die Trailerabfüllung für mehrere Tage betreiben können. Das heißt, wir können dann, wenn der Strom günstig ist, eben Wasserstoff produzieren und verdichten. Und dann, wenn der Strom teuer ist, können wir trotzdem Trailer verladen, ohne dass wir jetzt auch die durch stromintensiven Kompressoren betreiben müssen. Deswegen haben wir, sagen wir, das Hauptspeichervolumen im Hochdruckbereich gemacht und nur, sagen wir, einen Zwischenspeicher bei 35 Bar. Okay, danke schön. Eine weitere Frage: Ist die Nutzung des Sauerstoffs aus der Elektrolyse in Krankenhäusern, in Klammern medizinisch, möglich oder sinnvoll? Es ist möglich. Das Problem dabei ist, dass wir den Sauerstoff in der Wunsiedelanlage ja gasförmig vorliegen haben. Für große Mengen muss er aber zum Transport verflüssigt werden und zur Weiterverarbeitung. Und diese Verflüssigung, das ist auch wieder eine, sagen wir, relativ große und teure Anlage. In der zweiten Ausbaustufe ist es vielleicht durchaus ein Thema, dass man dort eine Verflüssigung macht. Das wäre eine Option, wo man dann auch, sagen wir, das Problem gelöst hat, diese alternierenden Verfügbarkeit. Dann muss halt die Verflüssigung laufen, wenn die Elektrolyseanlage läuft. Und der flüssige Sauerstoff kann dann auch ganz gut gespeichert werden und dann eben mit der LKWs, speziell LKWs, verladen werden und zum Beispiel in Krankenhäuser gebracht werden. Medizinisch ist immer noch mal eine besondere Herausforderung. Die Anforderungen an medizinischen Sauerstoff sind relativ hoch. Der gilt voll als Arzneimittel und man braucht dann Herstellungserlaubnis, eine Zulassung für die Anlage und, und. Also da ist sicherlich noch einiges zu klären. Der einfache Weg ist sicherlich, ihn technisch zu nutzen. Auch die extrem hohe Reinheit vom Sauerstoff, die wir da dann haben, ist eigentlich in technischen Anwendungen wertvoller als im medizinischen Bereich. Da kommen wir eigentlich mit geringeren Reinheiten auch ganz gut zurecht. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Riesner. Ich habe noch die nächste Frage, weil wir sind wirklich gut in der Zeit und da kann ich endlich mal in der Fragerunde ein bisschen mehr Fragen, ein paar mehr Fragen vorlesen. Wie haben Sie Ihren Ökostrombezug für Ihr Projekt gesichert? Wir werden da sogenannte PPA-Verträge abschließen. Die sind noch nicht abgeschlossen, aber da arbeiten wir gerade noch dran. Das heißt Power Purchase Agreements mit Herkunftsnachweisen, also mit Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen. Und die werden dann sicherlich eine Laufzeit von 10 Jahren haben oder länger, sodass wir wirklich langfristig unseren Grünstrombezug gesichert haben. Zusätzlich wird dann dieser Strombezug sicherlich auch nochmal strukturiert über einen Partner. Das heißt, dass wir nicht nur dann die Anlage laufen lassen können, wenn die Sonne scheint oder wenn Wind weht, weil wir wollen ja auch im Winter die Anlage einigermaßen gleichmäßig auslasten und unsere Kunden mit Wasserstoff versorgen.
Deswegen ist also so ein reiner PPA direkt keine Option, sondern es muss immer noch die Strukturierung dazu kommen. Super, herzlichen Dank. Eine nächste Frage, ist die Industrie bereit, für grünen Wasserstoff mehr zu bezahlen? Ja, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Leider nicht wirklich. Bisher zumindest selbst Firmen, die sich, sag mal, in ihren PR-Aussagen damit rühmen, dass sie möglichst schnell CO2-frei werden wollen in der gesamten Lieferkette, verzichten dann doch auf den Bonus grünen Wasserstoff, wenn es dann in die Endverhandlung geht, ist bis jetzt unsere Erfahrung. Ich hoffe natürlich, dass sich das dann in Zukunft nochmal ändert, dass da der Druck auch größer wird auf die Industrie. Aber im Moment ist es noch ein schwieriges Thema. Also da stehen wir wirklich sehr im Wettbewerb mit dem grauen Wasserstoff, der doch von den Gestehungskosten heute noch deutlich geringer ist. Super. Herr Dr. Riesner, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für Ihren Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Wenn noch Fragen dann eingehen, werde ich diese auch an Sie weiterleiten oder Sie können diese dann, wenn Sie mögen, auch direkt im Chat beantworten. Danke, Herr Riesner, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Sehr gerne. So, kommen wir nun zu unserem nächsten Programmpunkt. Ich darf Ihnen hierzu einen weiteren Kollegen aus dem Hause des TÜV Süd, Herrn Dominik Voggenreiter, vorstellen. Herr Dominik Voggenreiter ist Senior Expert Hydrogen and Material Technologies der TÜV Süd Industry Service GmbH in München und wird Ihnen heute etwas über das Thema wasserstoffverträgliche Werkstoffe und wie sie zu finden sind erzählen. Hallo, Herr Voggenreiter. Hallo, Herr Schmidt. Hallo, liebe Teilnehmer. Vielen Dank. Vielen Dank auch an die Vorredner, die ja sehr interessante Einblicke schon gegeben haben in das Thema Wasserstoff. Ja, warum wasserstoffverträgliche Werkstoffe? Ich habe im Chat schon gesehen, da gab es schon die ein oder andere Frage auch, die jetzt aufgrund der Zeit nicht beantwortet werden konnte. Da werde ich aber auch auf die ein oder andere Frage eingehen unterwegs. Von daher ein bisschen Geduld an der Seite. Und starten wir einfach mal. Natürlich ist für Sie interessant zu wissen, wer ist es jetzt überhaupt, der dort spricht? Mein Titel wurde schon genannt. Ich bin im Bereich Wasserstoffprojekte beim TÜV Süd tätig. Habe genauso wie mein Kollege Michael Winker Werkstoffwissenschaften studiert. Wir waren an der gleichen Uni, aber zu verschiedenen Zeiten. Bin auch schon seit 12 Jahren im Bereich Schadensanalyse und Werkstoffbewertung unterwegs, Beurteilung von Werkstoffen, kümmere mich aktuell um die Bewertung und Zertifizierung der Werkstoff- und Komponentenbeständigkeit für Wasserstoffanwendungen und ich führe auch Schulungen durch, sowohl in den Bereichen Schadensanalyse als auch in den Bereichen Wasserstoff, zum sicheren Umgang mit Wasserstoff, als auch zum Thema Wasserstoff und Werkstoffe, das heißt im Endeffekt das, was Sie jetzt hören, ist, sage jetzt mal, eine Kurzversion dessen, worüber ich auch durchaus den ganzen Tag lang erzählen kann. Ja, warum müssen wir uns darüber unterhalten? Und hier mal so ein kleines Beispiel. Mein Kollege Michael Winkler hat schon Beispiele genannt, wo es immer wieder zu Komplikationen gibt mit dem Wasserstoff. Und das war so ein Beispiel. Kollegen der ZÜS, zugelassenen Überwachungsstelle, die Abnahmen machen, haben bei einem Wasserstoffkompressor eine Abnahme gemacht, haben ihn geprüft und haben in der Unterbaugruppe einen Druckbegrenzer gefunden. Und die Kollegen, die waren schon informiert und wussten schon, okay, da gibt es immer wieder mal Probleme und haben sich dort insbesondere das Werkstoffdatenblatt angeguckt und geguckt, okay, was haben wir denn da? Und haben diesen Werkstoff gefunden. Hat die Werkstoffnummer 14104 oder AISI 430 für den amerikanischen Standard und sind dann, weil wir gut vernetzt sind, auf mich zugekommen. Wir haben dann nochmal geprüft, was ist das denn für ein Werkstoff und haben festgestellt, ja, das ist ein martensitischer Chromstahl und dieser martensitische Chromstahl wird zumindest im amerikanischen Regelwerk als nicht mit Wasserstoff kompatibel explizit gelistet.
War natürlich relativ blöd. Das Ganze war eine Prüfung vor Inbetriebnahme. Das heißt, die Anlage hätte relativ zügig in Betrieb gehen sollen. Man ist dann auf den Hersteller nochmal zugegangen, hat dann nochmal gefragt, lieber Hersteller, bist du dir sicher, dass dieser Druckbegrenzer mit diesem Werkstoff auch wirklich funktioniert? Der ist dann auch aus allen Wolken gefallen, hat dann gesagt, oh hoppla, das sollte doch nicht sein, und hat dann den Druckbegrenzer ausgetauscht, was aber halt blöderweise zur Verzögerung bei der Inbetriebnahme geführt hat. Wir sehen, es kommt immer wieder genau dieses Thema Wasserstoffbeständigkeit. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal wissen, was macht denn der Wasserstoff eigentlich? Und der Wasserstoff, so wie er heute quasi auch genannt wurde, ist an und für sich relativ unkritisch. Das ist das H2-Molekül. Das macht im Normalfall mit dem Werkstoff so gut wie gar nichts. Auch, was wir vorhin schon gehört haben, Permeation, dass es irgendwie durch Kunststoffrohre durchgeht, ist nicht zwingend ein großes Problem. Der ein oder andere Kunststoff hat da Probleme, aber die Kunststoffe, aus denen die Leitungen momentan sind, sind da sehr, sehr gut unterwegs. Aber was kann dieses Wasserstoffmolekül? Das kann unter bestimmten Bedingungen sich aufspalten. Das können Wechselwirkungen sein an der Oberfläche. Das können sein Korrosionsvorgänge, elektrochemische Prozesse, wie zum Beispiel Beizen, wie irgendwas galvanisch beschichten oder auch beim Schweißen. Und wenn ich dann diese Ionen oder Atome habe und die in den Werkstoff eindringen, dann tun die da was. Da passiert etwas. Und zwar nicht, dass die Zugfestigkeit oder die Dehngrenze großartig begrenzt werden. Das ist nicht das Problem. Das heißt, jetzt die statische Festigkeit ist an und für sich gegeben. Aber sie reduzieren Bruchdehnung und Brucheinstellung zum einen. Das hat zur Folge, der Werkstoff reagiert nicht mehr gutmütig. Der Werkstoff reagiert spröde. Der Werkstoff hat keine Möglichkeit, wenn doch irgendwas ein bisschen schief läuft, nicht mehr sich zu verformen, nicht so ein bisschen auszuweichen. Die wird ihm genommen. Was damit zusammenhängt, ist, dass wenn Risse starten, oder auch Risse schon vorhanden sind, diese schneller laufen, aber auch früher beginnen. Das heißt, diese Lastwechsel, was wir heute schon häufig gehört haben, gerade bei Elektrolyseuren, ist sehr angedacht, die mit Lastwechseln zu betreiben. Muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie sieht es da aus? Hat da der Wasserstoff zusätzliche Auswirkungen? Das kann er nämlich haben. Das heißt, es kann mir sein, dass ich früher einen Riss bekomme, der dann auch noch schneller läuft. Hat Auswirkungen auf irgendwelche Prüfungen, die ich eventuell mit den Anlagen machen muss. Was sagen denn die verschiedenen Regelwerke dazu? Druckgeräte-Richtlinie haben wir heute schon gehört von meinem Kollegen. Die sagt was dazu, aber sehr allgemein. Der Kollege hat es gesagt, Wasserstoff ist nur ein Gas von vielen, Fluidgruppe 1, und dabei heißt es, die Werkstoffe müssen in ausreichendem Maße chemisch beständig sein. Punkt. Genauso DVGW, GW 91 Anhang O, sagt, Werkstoffe und Materialien müssen für Wasserstoff und brennreiche oder wasserstoffreiche Brennrase geeignet sein. EC 79, Zulassung von Fahrzeugen oder Fahrzeugkomponenten. Hersteller müssen sicherstellen, dass Werkstoffe, welche in direktem Kontakt mit Wasserstoff kommen, kompatibel zum Wasserstoff sind. Auch hier ganz, ganz grobe Aussagen. Hohe Flugebene heißt, als Konsequenz daraus, wenn wir die drei angucken, und da können wir halt noch verschiedene andere Listen, die Regelwerke haben üblicherweise keinen harten Bewertungsmaßstab. Was muss ich genau Richtung Wasserstoffbeständigkeit erfüllen? Ich muss sie erfüllen. Sie müssen H2-ready sein, die Komponenten, wie Technologieoffenheit, das schöne Stichwort, lassen die Richtlinien meistens frei. Weil aber diese Technologieoffenheit momentan wir da in verschiedenen Bereichen noch am Anfang stehen, viele neue Akteure bekommen, ist da die Verunsicherung relativ groß. Wir haben natürlich auch Kunden, auch bei uns, die arbeiten seit über 100 Jahren mit Wasserstoff. Die kennen das.
Die zucken mit den Schultern und sagen, ja und, wo ist das Problem? Aber wir haben viele neue und was wir auch sehen, gerade wenn wir Richtung Mobilität auch gehen, wir haben neue Technologien, wir haben höhere Drücke. Wir haben plötzlich 350 Bar, wir haben gerade 500 Bar gehört. Standard-Automobilanwendung 700 Bar. Tendenz steigend. Je höher der Druck, umso mehr Energie kann ich speichern. Warum steht jetzt da aber nichts Genaues in diesen Druckgeräten, der Richtlinie in der EC 79? Technologieoffenheit ist das eine Thema, aber die Beständigkeit ist auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Das ist nicht irgendwie ein fester Wert, wo ich sagen kann, ich brauche eine Beständigkeit von 25 und dann ist alles gut. Warum nicht? Weil, wie man auf dieser Folie sieht, die Beständigkeit von verschiedenen Werkstoffarten oder auch von verschiedenen anderen Kriterien abhängt. Was habe ich denn für einen Werkstoff? Habe ich den austenitischen Stahl? Habe ich den unlegierten Stahl? Habe ich Aluminium? Habe ich irgendeinen Kunststoff? Wie sieht der im Inneren aus, dieser Werkstoff? Wie ist der ausgebaut, aufgebaut? Chemische Zusammensetzung? Habe ich irgendwelche Schichten, die übereinander liegen, die irgendwie miteinander kommunizieren müssen? Dann, was ist es für eine Komponente? Ganz großer Einfluss. Habe ich ein Stück Rohr? Habe ich eine Schlauchleitung? Habe ich einen Behälter? Darauf aufsetzend, was sind da für Spannungen drin? Was für einen Druck habe ich? Ich habe gerade schon erwähnt. Haben wir 35 Bar Druck? Haben wir, wie wir vorhin gehört haben, in der Elektrolyse im Bereich Millibar Drücke? Oder habe ich 1000 Bar Druck in einer 700 Bar Wasserstofftankstelle, die ich dort durchaus haben kann? Wie ist die Betriebsweise? Habe ich irgendwas, was schön durchfährt? Vielleicht mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger? Oder habe ich auch Lastzyklen, relativ viele? Muss ich dem Strom oder dem Strompreis folgen? Das macht einen Unterschied. Temperatur macht einen Unterschied. Bei bestimmten Temperaturen sind Werkstoffe anfälliger, bei anderen nicht. Und ganz zum Schluss noch die Gaszusammensetzung. Habe ich dort irgendwelche Dinge drin, die meinem Werkstoff vielleicht ein bisschen was Gutes tun, so geringe Mengen Sauerstoff zum Beispiel? Oder habe ich sowas wie Schwefelwasserstoff drin, was meinem Werkstoff überhaupt nicht gut tut? All das ist oder hat Einfluss auf die Wasserstoffbeständigkeit. Und deswegen gibt es da auch, sag ich jetzt mal, keinen Wert, also den Wert X. Bis dahin ist eine Wasserstoffbeständigkeit gegeben und ab dem nicht mehr. Wir reden ja heute primär über Elektrolyse und da ist natürlich auch die Frage, was ist denn da besonders, auch bei Werkstoffen? Und da ist eigentlich das große Relevante, der Wasserstoff ist nicht allein. Ich habe jetzt hier auf der Folie mal nicht nur die Elektrolyse, sondern auch noch zwei andere Verfahren. Die Pyrolyse, was auch als türkiser Wasserstoff genannt wird, oder Dampfreformer, den grauen Wasserstoff. Und da haben wir verschiedene Sachen, die mit dem Wasserstoff mitkommen. Elektrolyse hat man heute bisher zwei Verfahren schon gehört. Wir haben die alkalische Elektrolyse, die PEM-Elektrolyse, da gibt es aber noch mehr. Und je nachdem, was ich dort für einen Typ habe, kommt mit dem Wasserstoff auch noch ein bisschen was mit. Es kann Kalilauge sein, es können Carbonate sein, es können Kohlenwasserstoffe sein. Natürlich habe ich dort auch unterschiedliche Temperaturen. Manche arbeiten bei 100 Grad, manche arbeiten bei um die 1000 Grad. Wenn wir auf die Pyrolyse und die Dampfreformer eingehen, dort nutze ich als Ausgangsprodukt Methan, heißt aber auch, dort habe ich unter Umständen irgendwelche Kohlenwasserstoffe, die noch mitkommen. Oder bei der Pyrolyse Staub, der mit dabei ist. Und das Ganze muss ich natürlich in einem Kontext betrachten, wenn ich wissen will, ist dieses System Wasserstoff geeignet oder ist es nicht Wasserstoff geeignet. Wie finde ich jetzt aber den richtigen Werkstoff? Es ist ja unser Thema. Das Erste ist, wo ich mir Gedanken machen muss, und da setze ich auch wieder ein bisschen auf den Vortrag von meinem Kollegen auf. Was habe ich denn da eigentlich? Also Verfahrenstechnik, was tut das?
erzeugt Wasserstoff, transportiert Wasserstoff von A nach B, macht es mit dem Wasserstoff irgendetwas anderes? Dann ist die Frage, welche Temperaturen habe ich? Warum? Da gibt es so um die 180, 200 Grad, ist das so eine Grenze. Da ändert sich der Angriffsmechanismus ein bisschen. Das Schöne ist, da gibt es ein besonderes Regelwerk dafür. Und wenn ich das alles weiß, ich weiß, was kann es, wo wird es aufgestellt, was habe ich denn vielleicht noch für eine Behörde, in welcher Branche bin ich unterwegs, habe ich irgendwas auf dem Fahrzeug oder eine stationäre Anlage, dann weiß ich auch mein Regelwerk. Und dann kann ich mal gucken, steht da was drin? Supi, dann nehme ich das. Steht ein bisschen was drin zum Thema Werkstoffe und Wasserstoff, dann nehme ich dieses bisschen. Und steht gar nichts drin, dann muss ich mir was ausdenken. Dafür brauche ich aber wieder Werkstoff-Know-how. Natürlich gibt es Regelwerke. Es gibt auch Normen. Und hier sind mal auf der linken Seite ein paar Normen aufgetragen, die ein bisschen was zur Werkstoffbeständigkeit sagen. Aber in unterschiedlichen Niveaus. Es kann auch sein, dass wieder drin steht, wie zum Beispiel hier oben, dass recht allgemeine Informationen drin sind. Funktioniert? Ja, nein, muss man genau prüfen. Es kann sein, dass vielleicht sogar eine Werkstoff-Whitelist, wie hier unten bei diesem Automobilstandard drin ist, wo heißt, okay, ich habe hier eine Liste an Werkstoffen, die funktionieren bis zu diesen Randbedingungen uneingeschränkt. Da muss ich dann im Endeffekt raussuchen, wo ich Informationen finde. Und das ist zum Beispiel auch das, und da war eine Frage beispielsweise beim vorherigen Vortrag, wie macht es dort im Endeffekt die notifizierte Stelle? Auch die guckt danach, die schaut nach, wie ist denn die Werkstoffbeständigkeit? Wenn man nichts findet, rutschen wir hier rüben, wie kann man es nachweisen? Klar, ich kann nachgucken, Dokumente, finde ich was? Supi. Ich kann Komponententests machen. Gerade in der Automobilbranche sehr, sehr, sehr beliebt, auch gefordert. Ich belaste die Komponenten und schaue, okay, wie verhalten die sich, auch mit Wasserstoff bei hohen Drücken. Oder ich mache Werkstoffprüfungen. Hier haben wir verschiedene Standards, die genannt werden, wo man Werkstoffprüfungen auf Wasserstoffbeständigkeit hat, wo man dann prüfen kann, welche Werkstoffe funktionieren und welche Werkstoffe funktionieren nicht. Bei meinem Kollegen, der hat schon das AD2000 gehabt. Da gab es auch eine Rückfrage dazu. Und das AD2000 kennt Wasserstoff. Das ist super. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, das reicht noch nicht ganz. Wir empfehlen, dass man sich zusätzliche Informationsquellen holt, die man dort zum Beispiel mit einfließen kann. Das kann EIGA, European Industrial Gas Association sein, die haben eigene Dokumente herausgegeben zur Wasserstoffbeständigkeit sein. Das kann auch das amerikanische Regelwerk sein, wo man sich Informationen holen kann. Das kann aber auch sein, dass man nach bestimmten Begrifflichkeiten sucht, allein im AD2000. Ganz großes Thema Spannungsrisskorrosion, sehr zu empfehlen, dass man dort auch mal hineinschaut. Natürlich muss man das nicht alleine machen. Kann sie auch Hilfe holen. Das ist erlaubt. Das bieten wir natürlich auch an. Heißt, wir können natürlich, wenn jemand zu uns kommt und wissen will, ich habe hier diese Anlage, möchte sie in diesem Land aufstellen, die soll dieses und jenes machen und ich habe mir diese Werkstoffe ausgedacht, können wir natürlich gucken, passen diese Werkstoffe schon allein vorab, vor überhaupt der Zertifizierung für Druckgeräte oder wenn es überhaupt kein Druckgerät ist, haben wir ja vorhin auch gelernt. Wir können drauf gucken, wir können es abgleichen, können nach Whitelists gucken, wir können Risikobeurteilungen reinschauen, ob die ordentlich gemacht worden sind. Und wir haben natürlich auch Labors, wenn es nicht auf der Textschiene geht, wo wir natürlich entsprechende Werkstoffprüfungen oder Komponentenprüfungen durchführen können. Heißt, wir setzen an und für sich sehr gerne schon in der Entwicklungsbegleitung an. Wir gucken, wir haben detaillierte Kenntnisse zu
Richtliniencodes und Standards oder auf Englisch Rules Code Standards. Wir kennen verschiedene Prüfkonzepte, auch im Bereich Wasserstoff, können dort entsprechend auch Aussagen treffen, ob bestimmte Konzepte sinnvoll sind oder nicht, Konzepte prüfen. Werkstoffe habe ich schon erwähnt. Wir sind auch gerade dran, dort nochmal einen eigenen Standard aufzusetzen für die Werkstoffbeständigkeit gegenüber Druckwasserstoffen, um dort mehr Klarheit reinzubringen, um dort auch ein bisschen eine klare Richtlinie reinzubringen, wie man das Ganze machen kann. Können das natürlich auch mit Komponentenprüfungen machen und am Schluss natürlich entsprechende Zertifizierungen bereitstellen bis zu der sogenannten, auch gern erwähnten H2 Readiness. Zusammenfassend, die Kurzversion: Werkstoffauswahl ist komplex im Bereich Wasserstoff. Wir haben gesehen, warum. Es gibt ganz, ganz viele Randbedingungen. Die Normlandschaft deckt momentan noch nicht alles ab. Da muss ich mir immer wieder mal ein bisschen links und rechts gucken, wo finde ich denn was. Dementsprechend ist der Nachweis unter Umständen auch herausfordernd. Und insbesondere, wenn es dynamisch belastete Anwendungen sind, gerade wenn es Richtung Mobilität geht, aber auch in stationären Anlagen, muss ich nochmal ein ganz genaues Augenmerk drauf legen. Da wird auch viel erforscht momentan. Und natürlich, Sie sind im Zweifelsfall nicht allein. Jetzt wissen Sie, bei wen Sie sich wenden können. Wir stehen natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Von daher, vielen Dank von meiner Seite. Und ich stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, in den letzten Monaten sind wir mit so vielen Projekten in Berührung gekommen und immer wieder wird dieselbe Frage gestellt nach den Werkstoffen. Welche Komponenten sind geeignet? Welche Materialien kompatibel? Ja, wie Sie richtig in Ihrer letzten Folie gesagt haben, deckt das Regelwerk noch lange nicht alles ab. Und deswegen sage ich den Kunden auch immer wieder, dass man frühzeitig Materialspezialisten mit ins Boot nehmen soll, damit man ja kein böses Erwachen erwartet im Nachhinein. Herr Vorbereiter, ich habe auch für Sie natürlich Fragen im Chat bereitstehen und würde diese nun vorlesen. Gerne. Wie sieht es mit Lücken im Regelwerk aus? Welche müssen am dringendsten geschlossen werden und bis wann werden diese geschlossen? Ich habe in meinem Vortrag schon erwähnt, es gibt Lücken. Es gibt welche, die ein bisschen dringlicher geschlossen werden sollten. Die sind aber an verschiedenen Stellen aufgeteilt, um die jetzt einzeln zu nennen, ist ein bisschen viel. Das Schöne ist, es wird gerade sehr, sehr viel geschlossen, gerade zum Beispiel im DVGW-Regelwerk. Die sind da sehr, sehr emsig dabei, Lücken zu schließen. Die machen entsprechende Forschungsprojekte, um dort auch mehr Wissen aufzubauen, um Lücken beispielsweise schließen zu können. Da wird viel gemacht. Auch im Automobilbereich sollte es eigentlich schon einen Lückenschluss gegeben haben. Der hat ein bisschen Verspätung. Aber auch dort wird es zukünftig nochmal genauere Informationen geben zur Wasserstoffbeständigkeit. Ansonsten, die Regelwerke sind, sage ich jetzt mal so, wasserdicht bisher, dass sie das Thema zumindest mal ganz oberflächlich adressieren. Das ist das Schöne. Deswegen, sage ich mal so, super akuter Handlungsbedarf besteht an und für sich nicht. Wasserstoff, wie ich schon vorhin gesagt, wir gehen damit seit 100 Jahren um. Das auch erfolgreich. Von daher, die Regelwerke, die wir haben, funktionieren soweit. Super, danke Ihnen. Ja, die nächste Frage, die zielt in die Richtung, wie ich es gerade schon erwähnt hatte. In welchem Anwendungsbereich sehen Sie die größten Sicherheitsrisiken bezüglich Materialverträglichkeit bei den aktuell geplanten Projekten? Risiken ist im Endeffekt bei Wasserstoff oder wenn ich irgendein Projekt neu mache, habe ich natürlich immer gewisse Risiken. Die würde ich jetzt nicht sonderlich mehr oder weniger auf bestimmte Projekte sagen, dass dort die Risiken höher oder niedriger sind.
Von daher würde ich an der Stelle wirklich behaupten, das Risiko, klar, es gibt, sage ich mal, je höher der Druck wird, je höher auch das Volumen wird an Wasserstoff, das irgendwo gespeichert wird, umso höher ist das Gefahrenpotenzial, sinnigerweise, ergibt sich von selbst. Aber sag ich mal, was die Werkstoffbeständigkeit angeht, wird das Risiko dadurch nicht zwingend höher. Das muss ich dann entsprechend frühzeitig adressieren, dann ist das an und für sich alles kein Problem. Super, danke. Eine nächste Frage aus dem Chat. Was bedeutet H2 Ready für 100% H2? Ja, was bedeutet H2 Ready? Das ist natürlich eine gute Frage, mit der wir uns auch schon sehr, sehr viel beschäftigt haben. H2 Ready gibt es natürlich in verschiedenen Bereichen. Es gibt verschiedene Anbieter, die eine H2 Readiness auch sagen, dass sie das dort zertifizieren. Wie ich aber am Anfang schon gesagt habe, es kommt im Laufe des Berichts, es kommt sehr darauf an, wo diese Komponente eingesetzt werden soll. Dementsprechend, zumindest wenn wir H2 Readiness zertifizieren, ist es immer mit Randbedingungen verknüpft. Also es gibt keine allgemeine H2 Readiness Zertifizierung von unserer Seite, wo wir sagen, das ist für alles und uneingeschränkt für immer verwendbar, sondern wir, wenn wir es zertifizieren, haben immer Randbedingungen, wo wir sagen, für diesen Druckbereich, für diesen Temperaturbereich, für diesen Anteil an Wasserstoff, beispielsweise im Erdgasnetz, können wir sagen, jawohl, das funktioniert. Diese Werkstoffe sind geeignet oder diese Werkstoffe sind nicht geeignet. Also es geht bis 100% Wasserstoff hoch, ja. Aber es ist immer so eine H2 Readiness Zertifizierung, zumindest bei uns auf jeden Fall, immer an die Randbedingungen geknüpft. Wie weit kann man es sinnigerweise wirklich prüfen und wie weit möchte es beispielsweise auch der Kunde? Okay, danke schön. Ja, es kommen jetzt mehrere Fragen rein, deswegen werde ich noch eine vorlesen. Können Sie einen pauschalen Status zu den deutschen Gasnetzen geben, inwieweit die H2 ready sind? Das schaut sehr gut aus. Wir sind da in dem einen oder anderen Forschungsprojekt mit beteiligt, das genau das mit untersucht. Haben auch in diversen Regelwerksgremien, wo wir sehr, sehr stark vertreten sind, auch dann Kontakt zu den entsprechenden Gasnetzbetreibern. Und ja, es ist die ein oder andere Hausaufgabe noch zu machen, gerade was da jetzt mal die Peripherie angeht. Das ist aber alles machbar. Prinzipiell, das, was wir bis jetzt sehen, sieht sehr, sehr, sehr gut aus, auch zu hohen Wasserstoffreinheiten. Also da sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass das funktioniert, auch in der Zukunft. Super. Ich danke Ihnen, Herr Forgenreiter, für Ihren tollen Vortrag und die vielen hilfreichen Eindrücke. Mit Blick auf die Zeit kann ich nur sagen, wir sind just in time und so ja, wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag und bis die Tage. Vielen Dank. So. Jetzt kann ich Ihnen mittlerweile sagen, dass wir an unserem letzten Fachvortrag angekommen sind. Ich möchte nun Herrn Dr. Tobias Brunner, Geschäftsführer der Heinergy GmbH Gasbrunn, ankündigen. Herr Dr. Brunner wird Ihnen heute mit seinem Vortrag Grüner Wasserstoff aus der Modellregion Hai-Bayern neue Erkenntnisse vorstellen. Guten Tag, Herr Dr. Brunner. Grüß Sie. Hallo. Guten Nachmittag alle zusammen. Können Sie mich hören? Perfekt, ja. Gut, wunderbar. Ich möchte Ihnen etwas zu grünem Wasserstoff aus Hai-Bayern erzählen. Hai-Bayern ist die Wasserstoffmodellregion, das High-Performer-Projekt des BMVI, das hier in Bayern zu einem größeren Elektrolyseur und Verteilzentrum führen soll im nächsten Jahr. Und ich würde gerne ein paar Worte vorweg zur Heinergy sagen. Wir sind ein Ingenieurbüro aus Grasbrunn, das sich insbesondere darauf konzentriert, Technologien und Projekte an der Schnittstelle zwischen erneuerbarer Energieerzeugung und emissionsfreier Mobilität zu entwickeln. Das betrifft sowohl automotive Fahrzeugtechnik und Mobilitätsprojekte als auch integrierte Wasserstoffenergiesysteme.
Wir haben unter anderem in den letzten Jahren ein Wasserstoffentwicklungsprogramm für einen großen chinesischen OEM aufgebaut und dort auch ein großes Wasserstoffprüfzentrum gebaut. Und wir sind unter anderem auch der Konsortialführer der Bayerischen Bewerbung um das Technologieanwenderzentrum WETAZ im nationalen Wettbewerb um das Innovations- und Technologiezentrum Wasserstoff. Wir führen dort die Bewerbung des Bayerischen Konsortiums für den Standort Pfäffenhausen an. Auch haben wir Beteiligungen in der Hynergy und haben einige andere Wasserstoffunternehmen gegründet, unter anderem die Hy2B Wasserstoff GmbH für grünen Wasserstoff aus Bayern. Das ist die Gesellschaft, die den grünen Elektrolyseur in Pfäffenhausen dann aufbauen und betreiben soll. Bevor ich was zum Modellprojekt erzähle, würde ich ganz gerne noch ein paar Argumente ins Felde führen, warum wir eigentlich als Konsortium aus den drei Landkreisen Landshut, München und Ebersberg zusammen mit einer Zahl von verschiedenen gewerblichen Unternehmen glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, einen solchen Elektrolyseur in Bayern aufzubauen, im Falle Niederbayern aufzubauen und dann den grünen Wasserstoff insbesondere auch in die Mobilität zu bringen. Zum einen mal glauben wir, dass es Zeit ist, grüne Elektrolyseure ins Netz zu bringen hier in Deutschland. Wir sehen, dass die installierte Leistung des erzeugten erneuerbaren Stroms steigt und damit auch die gesamtinstallierte Leistung, und zwar ganz ordentlich. Über die letzten 10 Jahre kann man sehen, also um den Faktor fast 2. Und die Prognosen sagen, dass dieser installierte Leistungsaufbau weitergehen wird. Das ist also eine Prognose des Fraunhofer ISE in Freiburg, die sagt, wir werden uns hier noch einmal fast versechsfachen vom Stand 2020 ab. Wir müssen also die erneuerbaren Energieerzeuger überdimensionieren, um am Ende auch grundlastfähig zu werden in einem erneuerbaren Energiesystem. Und das führt dann dazu, dass wir große saisonale und auch zeitlich kurzfristige Überschüsse haben werden, nämlich insbesondere dann auch tägliche Überschüsse, tägliche Variationen. Vergleicht man mal einen Sommertag im Jahr 2015 und die Stromerzeugung im deutschen Stromnetz mit einem Tag im Jahr 2050. Sie hatten das vorhin, glaube ich, beim Herrn Saliger auch schon mal gesehen. Dann können Sie feststellen, dass wir 2050 davon ausgehen müssen, vollständig mit Wind und Sonne versorgt sein zu können an einem Sommertag und einen erheblichen Überschuss zu erzeugen um die Mittagszeit. Und dieser Überschuss, der ist eben weit mehr als das, was wir brauchen. Und das inkludiert auch schon die Batteriefahrzeuge, die wir zu diesem Zeitpunkt laden können. Das heißt, wir haben hier immer noch einen sehr hohen Speicherbedarf, den wir zu decken haben an einem solchen Tag. Und das ergibt sich alleine aus der Überdimensionierung der Stromerzeuger in der Leistung, die dann auch zu einer zeitlichen Überproduktion führen. Hier braucht es Speicher, und zwar im großen Stil. Was für Optionen wir in Deutschland haben, zeigt diese Folie. Pumpspeicherkraftwerke werden uns nicht helfen, wenn es um 60 bis 100 Terawattstunden Speicherpotenzial geht. Das technische Potenzial ist weitgehend ausgereizt in Deutschland und auch nur sehr klein. Batteriefahrzeuge als Großspeicher sind jetzt auch nicht die Lösung, die uns schnell weiterhilft. 10 Millionen Batteriefahrzeuge, die gleichzeitig 10 Kilowattstunden ihrer Batteriekapazität dem Netz zur Verfügung stellen, wären gerade mal 0,1 Terawattstunde. Also Leistungsspeicherung ja, aber Stromspeicherung, Energiespeicherung nein. Auch mit Stationärbatterien wird das nicht ganz einfach. Wenn man 1000 der Tesla Megapacks, die Elon Musk in 2019-20 aufgebaut hat in Australien, mit je 129 Megawattstunden für 50 Millionen Euro aufbauen würde, dann wäre man gerade mal bei 0,13 Terawattstunden Speicherkapazität für 50 Milliarden Euro. Auch wenn die Batterien noch günstiger werden, wird das sicherlich schwierig, hier große Speichermengen darzustellen. Bleibt also eigentlich nur der Wasserstoff als chemischer Energieträger, der sich aus Strom herstellen lässt. Und hier sind dann Potenziale ähnlich wie eben im Gasnetz möglich. Gut, soweit zur energiepolitischen Bedeutung. Es wird also irgendwo zwingend sein, Elektrolyseure auch einzusetzen, um tatsächlich den erneuerbaren Ausbau hinzubekommen.
Wir werden aber auch noch ein anderes Problem sehen, das gerade in der Presse war. Der Altmaier hat es ja nun eingeräumt. Wir werden mit dem Strom nicht auskommen, den wir heute haben. Das prognostizieren wir auch schon seit einer Weile. Würde man also jetzt sämtliche Mobilität auf Batteriefahrzeuge umstellen, und es deutet sich ja an, dass jetzt bis 2035 auch in ganz Europa stark elektrifiziert werden soll, dann müsste man tatsächlich die Stromerzeugung, die jährlich in Deutschland verdoppeln. Ja, also wenn es mal wirklich alles sein soll, von 47 Millionen Pkw bis hin zu 84.000 Bussen, die gesamte Mobilität, alle zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland, dann werden wir von einer Verdopplung des Strombedarfs ausgehen müssen, wenn man insbesondere auch die Energie für die Batterieproduktion mit einbezieht. Jetzt ist es so, dass wir in 2019 noch nicht bei 50% erneuerbarer Stromerzeugung im deutschen Stromnetz waren. Jetzt in diesem Jahr wird das wahrscheinlich gelingen. Aber nichtsdestotrotz bleibt hier eben auch noch der andere Teil der immer noch konventionellen Stromerzeugung, der ersetzt werden muss. Würden wir diesen Bedarf noch mal verdoppeln müssen, dann würden wir schon, glaube ich, in erhebliche Probleme kommen mit dem, was man hier in Deutschland an erneuerbarer Stromerzeugung aufbauen kann. Das führt dann automatisch dazu, was wir eigentlich auch alle wissen: Wir werden Energie importieren müssen, denn diese 520 Terawattstunden Strom, die jetzt bald auch 600, 700 werden, wie der Herr Altmaier angekündigt hat, die sind ja nur ein Teil unseres Energiesystems. Das gesamte Energiesystem ist also 2500 Terawattstunden groß in Deutschland und setzt sich eben zusammen aus Strom, fossilen Kraftstoffen für Verkehr, Energie, Industrie, Gebäude und so weiter, einschließlich eben auch der Wärme. Und es ist sicherlich davon auszugehen, dass man auch mittelfristig noch mehr als 1000 Terawattstunden wird importieren müssen. Heute wird der größte Teil importiert dieser Energie. Ja, wie kann man importieren? Am besten wohl mit Wasserstoff. Auch die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Alleine mit Gleichspannungsleitungen, Hochspannungstrassen wird es nicht zu machen sein. Und hier gibt es auch eine ganze Menge Länder in der Welt, wo es sehr günstige erneuerbare Energie gibt. Das sind hier die dunkelblauen Regionen der Welt, und aus denen ließe sich Wasserstoff relativ günstig importieren. Man sieht hier auch die Wasserstofferzeugungskosten, die Internationale Energieagentur dazu prognostiziert. Gut, also wäre das mal geklärt. Wasserstoff wird sowohl aus der eigenen Herstellung als auch aus dem Import kommen müssen. Das ist ein wichtiger Grund, warum wir hier in Bayern der Meinung waren, im Heil-Bayern-Projekt, wir müssen mit grünen Elektrolyseuren auch hier anfangen. Ein zweiter Aspekt ist die Tatsache, dass wir der festen Überzeugung sind, wir müssen auch zur Dekarbonisierung der Mobilität eben mehr haben als nur Batterie. Ein schönes Beispiel dafür gibt Ihnen der CO2-Fußabdruck-Vergleich von verschiedenen Nutzfahrzeugen, in dem Falle LKWs, mit Anteilen aus der Produktion und Anteilen aus dem Betrieb. Sie sehen also hier, dass ein Batterie-LKW schon alleine in der Herstellung der Batterien eine ganze Menge Strom braucht, die heute mit dem Strommix, den wir haben, auch mit Emissionen einhergeht. Und auch im Betrieb muss man ja am Ende noch eine ganze Zeit lang auf Netzstrom zurückgreifen. Und auch daher kommen erhebliche Emissionen, sodass so ein LKW über eine Fahrleistung von 500.000 Kilometern heute nicht besser wäre als ein Diesel-LKW, sondern im Zweifel sogar schlechter, wenn er eine sehr, sehr große Batterie wie diese eine Megawattstunde, die hier angesetzt ist, trägt. Würde man einen solchen LKW im Wesentlichen mit erneuerbarer Energie laden, wäre das natürlich schon sehr viel besser. Das ist aber eben nicht so trivial. Denn wenn wir jetzt Schnellladesysteme entlang von Autobahnen aufbauen, ist davon auszugehen, dass die nicht zu jeder Zeit gleichzeitig auch mit grünem Strom beschickt werden können. Beim Wasserstoff sieht es so aus, dass man, wenn man Wasserstoff aus Erdgas herstellt, mit 10,81 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Erdgas auch nicht besonders viel besser werden könnte als mit den heutigen Dieseln. Das Bild ändert sich aber dramatisch, wenn der Wasserstoff grün wird, weil dann im Prinzip fast alle Emissionen aus dem Betrieb wegfallen. Da bleibt noch etwas für den Transport und für die Tankstellen. Deshalb sehen Sie da noch einen kleinen grünen Balken. Der Rest ist aber weg, denn der Wasserstoff ist ja hundertprozentig erneuerbar hergestellt. Das heißt, würde er aus solchen Überschüssen des erneuerbaren Energiesystems hergestellt, dann könnten wir jetzt und heute und sehr schnell extrem dekarbonisieren in der Langstreckennutzfahrzeugmobilität. Wo gehört der Wasserstoff eigentlich hin, der erste grüne Wasserstoff, den wir erzeugen? Und da sollte man unserer Meinung nach tatsächlich mal auf das Preisgefüge schauen. Zu welchen Preisen kann ich den Wasserstoff wirtschaftlich in welche Applikationen bringen?
Und da zeigt sich eben auch, dass in der Mobilität sehr viel höhere Wasserstoffpreise möglich sind als in den anderen Sektoren. Gebäude, Wärme, Strom, Kunststoffe. Es wird zwar sehr viel über Stahl und Ammoniak und Chemie geredet und das ist sicherlich auch völlig richtig, weil dort Wasserstoff, grüner Wasserstoff alternativlos ist. Aber man musste eben dort eigentlich Preise erreichen zwischen einem und 2 Euro pro Kilo, die wir heute nicht haben aus elektrolytisch hergestelltem Wasserstoff und die wir noch eine ganze Weile wohl nicht haben werden. Während in der Mobilität der Preisbereich zwischen 5 und 7 Euro tatsächlich schon sehr nah ist. Von daher ist es so, dass Wasserstoff in der Mobilität nicht nur der Dekarbonisierung nützt, sondern eben auch betriebswirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden kann. Ganz fraglos ist, wenn wir in einer völlig dekarbonisierten Mobilitätswelt leben, dass es einige erhebliche Vorteile in der Wasserstofftechnik gibt. Sie sehen hier mal den Vergleich der Betankungsgeschwindigkeiten. Selbst wenn Sie mit einem Megawatt einen LKW beladen würden, würden Sie gerade mal 10 Kilometer pro Minute schaffen. Bei einem Wasserstoff-LKW, wie er jetzt entwickelt wird, sind das 100, also der Faktor 10. Und den Diesel erreichen wir damit nicht. Der ist nochmal doppelt so schnell betankbar. Das ist eine Realität. Aber tatsächlich reicht uns das, was wir im Wasserstoff erreichen können, hier doch um, ich glaube, 10, 15 Minuten zur Beladung eines LKW mit fast 1000 Kilometern zu erzielen. Zum Thema Infrastruktur, auch dort spricht einiges für Wasserstoff. Gibt es ja einige Studien, die Sie vielleicht auch kennen, unter anderem die des Hydrogen Council aus dem Jahr 2020, die besagt, dass bei niedriger Durchdringung es völlig berechtigt ist, dass Ladesäulen auch günstig zu machen sind. Aber wenn die Durchdringung mal steigt, das heißt, man hat eine Menge Fahrzeuge, die schnell beladen werden müssen, dann wird die Wasserstofftankstelle günstig und günstiger als ein ausgebautes Netz aus Schnellladesäulen. Also von daher auch hier ein weiteres Argument. Und das Letzte, das immer wieder ins Feld geführt wird, Brennstoffzellen sind doch zu teuer. Und da würden wir doch entgegnen wollen, dass es bereits viele, viele Kostenanalysen gibt und gegeben hat, die zeigen, dass sobald man hier skaliert im Volumen, auch die Preise fallen. Toyota weiß das und zeigt das heute auch und auch die Leistungsdichten steigen weiter. Im neuen Toyota Mirai, den wir derzeit fahren, ist tatsächlich eine Leistungsdichte von deutlich über 4 Kilowatt pro Liter im Stack bereits erreicht. Und das ist im Vergleich zur letzten Generation schon eine 50-prozentige Steigerung. Gut, soweit so gut. Was heißt das für uns? Uns war klar, Wasserstoff im Verkehr ist notwendig, auch wenn heute viel anders darüber geredet wird. Wir glauben, es ist schlichtweg zwingend. Und wir haben jetzt 3 verschiedene Wege, Wasserstoff in die Mobilität zu bekommen. Wir können das zentral tun. Der große Weg über den Import, das geht dann sowohl in flüssiger Form als auch in gasförmiger Form über Pipelines oder Schiffe. Und Flüssigtransport, die Tankstellen sehen am Ende alle gleich aus, egal ob es eine Kryopumpe ist oder Verdichter für Warmgas. Sie können damit eigentlich jedes Wasserstoffbrennstoffzellenfahrzeug oder auch verbrennungsmotorische Fahrzeug betanken. Es gibt aber eben auch den regionalen Weg, der in der Regel dann tatsächlich nur über Gas führt. Hier erzeugen Sie im Elektrolyseur Gas, verdichten ihn, bringen Sie im Druckgasfeld an die Tankstelle und können dann dort wiederum Pkw und Verteil-Lkw und Regionalbusse betanken. Wir nehmen hier ganz absichtlich auch die Langstrecken-Lkw raus, denn die aus unserer Sicht werden mit Druckgas 350 bar eher schwierig betankbar sein. Da wird möglicherweise der flüssige Wasserstoff dann doch eine Rolle spielen, wie das ja auch Daimler im Moment propagiert. Und dann haben wir noch eine dezentrale Lösung, eine sehr kleine Lösung. Man könnte natürlich auch sehr kleine, kompakte Erzeuger und Tankstellen bauen. Das ist etwas, was die Hynergy gerade entwickelt. Das ist aber sicherlich betriebswirtschaftlich nicht so schnell wettbewerbsfähig mit den beiden oberen Farben, die Sie hier sehen. Gut, das sind die ganzen Vorgedanken zum Projekt Hybayern gewesen. Das heißt, wir sind der Meinung, ein solcher grüner Elektrolyseur ist jetzt notwendig. Er ist netzdienlich einsetzbar und so wollen wir das auch umsetzen. Und in Pfäffenhausen soll dieser Elektrolyseur entstehen und zwar in direkter Nähe zum Technologieanwenderzentrum, das dann auch direkt mit grünem Wasserstoff versorgt wird. Wir planen einige Tankstellen direkt auf den Depots von Busbetreibern in diesen 3 Landkreisen der grünen Wasserstoffmodellregion Landshut, München und Ebersberg und hoffen auch, dass in den Landkreisen außenrum hier weitere Tankstellen entstehen können. Wir haben diesen regionalen Elektrolyseur, wir bauen Tankstellen, es werden Busse beschafft für den MVV hier in München. Die ersten 10 On-Top-Busse sind da gesichert und weitere 25 in Planung, erste Linienausschreibungen ebenfalls bereits geplant.
Und es gibt auch noch dezentrale Projekte bis hin zu dieser dezentralen Erzeugungs- und Betankungstechnologie, die ich Ihnen gerade gezeigt hatte. Dann noch etwas zur Lage des Elektrolyseurs. Pfäffenhausen mögen viele von Ihnen noch nicht gehört haben, in der Hallertau, damit auch im Sonnen- und Windgürtel Niederbayerns. Das ist eine sehr hügelige Gegend, in der es schon sehr, sehr viele PV-Freiflächenanlagen gibt. Und die PV-Freiflächenanlage, die jetzt zusätzlich gebaut wird für diesen Elektrolyseur, die würde eben auch wegen des Elektrolyseurs überhaupt noch ans Netz kommen. Netzanschlusspunkte sind rar und hohe Leistungen nicht so leicht mehr ins Netz einzuspeisen. In Kombination mit einem Elektrolyseur lässt sich das aber hinbekommen. Von daher sind wir nicht nur netzdienlich im Sinne von, wir können variabel arbeiten am Netz im Teillast- und Volllastbereich, je nach Bedarf, sondern wir werden auch helfen, dieser dezentralen PV-Anlage den Weg ins Netz zu ebnen. Gut, wie tun wir das? Wir haben eine Elektrolyse- und Verdichterstation. Im Bereich 5 Megawatt wollen wir starten, bis in den Bereich 10 Megawatt dann auch vorstoßen können. Wir haben Abfüllports mit 380 Bar Trailern. Davon werden 9 beschafft, eine Flotte von 9 Trailern, die jeweils eine Tonne grünen Wasserstoff ausfahren können. Wir werden Druckgas-Trailer an die Tankstellen bringen und dort an den größeren Tankstellen dann auch ein Trailer-Wechselkonzept einführen. Das heißt, wir stellen einen vollen Trailer ab, nehmen einen leeren wieder mit und bringen ihn zurück an die Elektrolysestation, wo der Trailer wiederum als Speicher dient. Das heißt, wir haben nur sehr wenig stationären Speicher und arbeiten stark mit mobilem Speicher, der auch dauernd im Einsatz sein soll. Tankstellen bauen wir ausschließlich 350 Bar Tankstellen für Regionalbusse und Verteil-Lkw. Wir halten die Technologie für reif und betriebswirtschaftlich machbar. Bei 700 Bar tun wir uns da schwerer. Wir haben die Analysen gemacht und sehen also den Business Case hier nicht aktuell. Die Technologie kann sich noch entwickeln, aber für das, was aus heutiger Sicht sinnvoll erscheint, sind diese 350 Bar Tankstellen für 20 Busse. Wir können auch 25 Busse und Lkw am Tag eine durchaus gute Lösung, die es uns dann erlauben, so ungefähr 1 Euro pro Kilogramm Gesamtkosten, Total Cost of Ownership einer solchen Tankstelle zu kommen. Ja, und wie ein Brennstoffzellenbus dann aussieht, für den wir uns in diesem Projekt entscheiden wollen, das sehen Sie exemplarisch hier. Wir haben hier auch einige Anbieter. Da gibt es zum einen Caetano in Kooperation mit Toyota, die Firma Solaris, die eine lange Tradition hat, und auch die Firma Van Hool. Wir hoffen, dass sich da noch ein paar deutsche Hersteller in Zukunft einreihen. Warum wir das hier auch sehr gut rechtfertigen können in den Kreistagen, sehen Sie nochmal hier. Sie hatten vorher schon die Dekarbonisierungsvergleiche gesehen für Lkw. Die gibt es auch für Pkw, die gibt es aber auch für die Regionalbusse. Auch hier gilt, mit dem Strommix 2020 könnten wir tatsächlich mit einem Brennstoffzellenbus und grünem Wasserstoff 4-mal stärker dekarbonisieren als mit einem Batteriebus, der am Netz geladen wird. Und auch 2030 wird sich dieses Verhältnis nur verkleinern, aber nicht umdrehen. Das heißt, wir haben ein extrem schnelles Dekarbonisierungspotenzial mit Bussen, Brennstoffzellenbussen und grünem Wasserstoff. Das wird oft übersehen oder verschwiegen, das ist aber eine Realität. In dem Moment, wo wir grünen Wasserstoff haben, haben wir auch den Vorteil, dass wir immer hundertprozentig grün fahren und nicht nur dann, wenn eben grüner Strom gerade im Netz gleichzeitig verfügbar ist. Und auch unsere Hausaufgaben in Richtung Betriebswirtschaft haben wir gemacht. Wir sehen also jetzt tatsächlich im Projekt, das bis 2032 laufen soll, auch hier ein Kostenpotenzial und sehen, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit zu konventionellen Bussen im Jahr 2030 nahezu erreichen können. Dazu sind einige Dinge notwendig. Wir müssen zum einen natürlich den Elektrolyseur auslasten, wir müssen die Tankstellen auslasten und wir hoffen natürlich auch, und das nehmen wir aber auch berechtigterweise an, dass die Busse in Zukunft entsprechend günstiger werden. Dann kann man auch die Förderungen abschmelzen, die wir heute noch in Anspruch nehmen. Und dann kann man tatsächlich zu Kosten, Gesamtkosten, Total Cost of Ownership kommen, die man heute mit Dieselbussen auch darstellen kann. Das führt mich zur Schlussfolgerung und meinem Abschluss dieser Präsentation. Wir hier im Projektteil Bayern sind der Meinung, dass Wasserstoff als Pufferspeicher für überschüssige Stromfluktuationen hervorragend geeignet ist und sozusagen auch ein Beiprodukt in einem wachsenden erneuerbaren Stromsystem. Wir werden mit diesem Elektrolyseur netzdienlich arbeiten, zwischen einer großen PV-Freiflächenanlage und dem Stromnetz, hier grünen Wasserstoff erzeugen, der dann Mobilität und auch Industriekunden zugeführt werden kann.
Wir sehen hier einen Early Business Case, insbesondere in der Flotten- und Nutzfahrzeugmobilität mit solchem regional erzeugten grünen Wasserstoff und entsprechenden Tankstellen in einem Umkreis von ca. 100 Kilometern. Die Regionalbusse und Lkw können erheblich zur Dekarbonisierung beitragen. Nicht zu übersehen, das wäre mit dem alleinigen Einsatz von batterieelektrischen Antrieben so gar nicht kurzfristig möglich. Und von daher ist es sicherlich sinnvoll, hier grünen Wasserstoff aus anfangs dezentraler deutscher Herstellung und später vielleicht auch aus dem Import in den Verkehrssektor einzubringen. Die Kombination mit einer Freiflächenanlage ist sehr sinnvoll, erlaubt die Belieferung von regionalen Nutzern, die wegen der hohen Transportkosten von Wasserstoff ansonsten eigentlich auf den Ausbau der Verteilnetze warten müssten. Also sollten wir tatsächlich hier keine Elektrolyseure in Bayern haben, dann würden wir auch grünen Wasserstoff zu vernünftigen Kosten wahrscheinlich so schnell nicht kriegen, denn der Transport aus anderen Bundesländern ist dann doch sehr teuer. Die Verteilnetze kommen auch nicht morgen. Ja, und was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, ist im Projekt, um unsere Kostenziele von 5 Euro pro Kilo Wasserstoff, grünem Wasserstoff an der Tankstelle zu schaffen. Das sind natürlich die Regulierungen, die jetzt auf dem Weg sind oder schon umgesetzt. Einmal die EEG 21, dann die konsequent richtige Auslegung des Energiewirtschaftsgesetzes, das uns eben Netzentgelte erspart, und natürlich auch die Umsetzung der RED II, die jetzt grünen Wasserstoff neu definiert und damit über die Treibhausgasminderungsquoten auch eine zusätzliche Erlösquelle schafft. Ja, mit diesen Ausführungen möchte ich nochmal darauf hinweisen, bald gibt es grünen Wasserstoff von der Hy2B Wasserstoff, Hydrogen to Bavaria, grüner Wasserstoff aus Bayern. Im vierten Quartal nächsten Jahres wollen wir damit in Betrieb gehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Brunner, für den sehr interessanten Vortrag. Auch Sie können sich auf zahlreiche Fragen aus dem Chat freuen. Also starten wir am besten direkt. Wir sind leicht hinter der Zeit, aber eigentlich just in time, um noch möglichst viele Fragen beantworten zu können. Herr Dr. Brunner, Sie reden von grünem Wasserstoff für die Mobilität. Ist der dazu nicht zu wertvoll und zu knapp? Ja, das ist ein Argument, das wir oft hören. Ich glaube, ich habe ein paar Antworten gegeben, warum das eigentlich nicht so ist. Wenn wir den grünen Wasserstoff jetzt der Industrie vorbehalten sollten, dann werden wir erstens mal extrem quersubventionieren müssen, denn dort wird ja Wasserstoff im Bereich 1-2 Euro pro Kilo gebraucht. Den haben wir heute nicht und er kommt auch so schnell nicht. Das heißt, hier muss man tatsächlich durch Regulierung und Förderung massiv quersubventionieren. Dann glaube ich, ist genug Wasserstoff da. Auch diese Frage zu wertvoll der Champagner der Energiewende ist aus meiner Sicht falsch, denn wir haben kurzfristig einen Bedarf, Elektrolyseure auch dezentral zu bauen. Das sehen wir. Wir haben PV-Freiflächenanlagen, die nicht mehr anschlussfähig sind, Elektrolyseur dran, netzdienlich betrieben, und wir haben plötzlich ein neues Geschäftsfeld. Das ist sicherlich zu beachten. Und drittens, wir werden mittel- und langfristig auch grünen Wasserstoff aus Übersee bekommen. Ja, das mag erstmal das regionale Argument nur ein kurzfristiges sein, um uns in den Markt zu bringen, aber wir werden im großen Stile Wasserstoff importieren können und damit natürlich dann am Ende auch die Dekarbonisierung massiv mit beschicken. Und was man nicht übersehen darf, wir haben ein sehr kurzfristiges Dekarbonisierungspotenzial, wenn es jetzt um Regionalbusse, um Lkw-Flotten geht, auch mit dem Wasserstoff, und die logistischen Vorteile sind evident. Von daher denken wir schon, dass es absolut berechtigt ist, neben dem Industrieeinsatz jetzt ganz deutlich auch in Richtung Mobilität zu denken. Danke Ihnen dafür, Herr Brunner. Eine weitere Frage: Wie wollen Sie die Bevölkerung vor der Sicherheit der H2-Busse überzeugen, in Klammern Explosionsgefahr? Na gut, da kann ich dann am besten auf meine eigene Erfahrung verweisen, denn ich fahre seit jetzt 6 Jahren Wasserstoffauto und wir haben 3 hier draußen vor der Haustür stehen. Und glauben Sie mir, ich setze mir in dieses Auto lieber rein als in manch anderes alternatives Antriebsfahrzeug, bei dem ich nicht so genau weiß, ob sich etwas selbst entzünden kann.
Also die Crashtests, die mit solchen Autos gemacht werden und mit solchen Tanks, die sind schon extrem. Und das allerletzte, was in einem Wasserstofffahrzeug kaputt geht, ist tatsächlich der Tank. Der ist ausgezeichnet geschützt durch seine Steifheit, den Kohlefaserverbund, den Sie sicherlich auch kennen. Und die Tests, die man hierfür machen muss, die Sicherheitsfaktoren, die hier anzulegen sind, die sind durchaus beeindruckend. Und genau so etwas werden wir in Zukunft vielleicht auch mit dem TÜV zusammen in Pfäffenhausen eben tun, ein großes Prüfzentrum bauen für das Thema Wasserstofftanksysteme. Und dort wird man sich dann auch überzeugen können, dass so etwas sicher geht. Super, ich danke Ihnen. Ich werde noch eine letzte Frage vorlesen und dann müssen wir leider in unserer Veranstaltung weitergehen. Welche Leistung hat der Photovoltaikpark im Verhältnis zur Elektrolyseleistung? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es ist so, dass wir natürlich nicht 1:1 fahren, sonst würden wir ja mit einer Direktleitung alles abnehmen und 1000 Volllastbetriebsstunden haben, sondern wir entlasten den Elektrolyseur. Je mehr Leistung Sie in der PV-Anlage haben, desto mehr können Sie mit dem Elektrolyseur auch rausschneiden. Das muss aber irgendwie realistisch bleiben, um netzdienlich zu sein. Also ein Faktor 2 bis 3 ist da vielleicht rechtfertigbar in der Größenordnung, sodass Sie also immer noch die Hälfte, so ist es in Pfäffenhausen geplant, die Hälfte der Spitzenlast abgreifen durch den Elektrolyseur und die andere Hälfte dann dem Netz zur Verfügung stellen. Dadurch können wir übrigens auch den Anschlusspunkt in der Nähe in Anspruch nehmen, weil dort nur noch ein gewisser Leistungsbereich verfügbar ist. Ja, und den nutzen wir, den Rest nehmen wir sozusagen vorher mit der Elektrolyse ab. Super, ich danke Ihnen, Herr Dr. Brunner. Ja, es sind auch für Sie weitere Fragen im Chat eingegangen, die ich Ihnen oder wir Ihnen dann im Nachgang zur Verfügung stellen. Wenn Sie mögen, können Sie diese auch sofort im Chat beantworten hier. Ich bedanke mich für Ihren Vortrag und für die Beantwortung Ihrer Fragen. Wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und ich sag mal, bis bald. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, wir sind schon fast am Ende unserer Veranstaltung heute angekommen und ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie bitte an der kurzen Umfrage teilnehmen, die im Chat eingestellt wurde. Dies ist halt wichtig für ein angemessenes Feedback oder ein gutes Feedback, damit wir wissen, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben. Dankeschön. Ja, bevor ich nun zum letzten Mal abgeben werde, zu meinem Kollegen, der das Schlusswort sprechen wird, möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken. Also es gab wieder ein sehr großes Interesse mit einer wieder sehr hohen Teilnehmerzahl. Danke dafür. Und auch die Aktivität im Chat hat mir sehr gut gefallen. Also es sind sehr, sehr viele Fragen eingegangen, die jetzt auch im Nachgang wieder beantwortet werden müssen. Das ist selbstverständlich kein Problem. Also ist eine Veranstaltung lebt von solchen Fragen und genau so sollte es auch sein. Danke dafür. Ja, einen besonderen Dank gilt natürlich den Referenten. Also die Referenten haben ihre Sache, wie ich finde, wieder hervorragend gemacht. Das war ganz große Klasse. Danke Ihnen allen. Ja, und des Weiteren möchte ich noch meinen Kollegen in München danken für die Organisation der Veranstaltung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, gerne wieder. Es wird sicherlich weitere Veranstaltungen in München geben. Gut, ich wünsche Ihnen nun einen schönen Nachmittag und bleiben Sie bitte gesund. Und bis im August zu unserem nächsten H2-Forum. Nun darf ich für unser heutiges Schlusswort meinen Kollegen Herrn Thomas Weiß vorstellen. Herr Weiß ist Business Line Manager Hydrogen and Power2X and Storage und er wird Ihnen auch ein paar Einzelheiten zu unserem nächsten H2-Forum weitergeben. Hallo, Herr Weiß. Patrick, vielen Dank für die netten Worte und die Einleitung. Ich freue mich heute eben, diese abschließenden Worte sagen zu dürfen zu einem weiteren sehr erfolgreichen TÜV Süd Wasserstoffforum. Diesmal eben unter dem Titel Grüner Wasserstoff startet mit Elektrolyse. Bevor wir zur Zusammenfassung kommen, wollte ich auch nochmal sagen, danke eben jetzt an die gerade Organisation eben dieses weiteren Forums. Einerseits an Frau Böhler, die eben auch bei mir hier in dem Studio sitzt und eben auch an dich, Patrick. Finde ich wieder super gemacht. Also tolle Auswahl an Themen und Vorträgen, die auch alle verschiedenen Facetten dieses Themas grüner Wasserstoff und Elektrolyse eben beleuchtet haben. Und ich glaube, dass das wirklich ein sehr spannendes Thema war und dass die Leute auch Interesse daran gezeigt haben,
Und dass das Thema auch den Nagel auf den Kopf getroffen hat, zeigt eben diese Aktivitäten im Chat und diese vielen Fragen, die wir selbstverständlich im Nachgang noch behandeln werden. Weiteres Danke, du hast es auch schon angesprochen, den Vortragenden. Also ich finde, waren wieder sehr spannende und vor allem auch informative Vorträge und Impulse in dieser Runde. Und das ist auch eins, das, was ich an dem Format dieses TÜV Südwasserstoffforums so schön finde. Man lernt jedes Mal wieder neue Sachen, selbst wenn man sich tagtäglich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt. Und natürlich zu dem Thema grüner Wasserstoff startet mit Elektrolyse. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu dem Tag heute, was ich nämlich auch schon lange nicht mehr hatte, dass ich 4 Stunden am Stück wirklich den Vortragenden zugehört habe, ohne Pausen zu machen und trotzdem jeden Vortrag einfach spannend fand. Was habe ich mir heute mitgenommen? Also wir haben es in den Vorträgen zu Beginn in den Impulsen von Herrn Neuwieser und Herrn Aiwanger, aber auch von Herrn Brunner jetzt am Schluss im letzten Vortrag noch gehört, Wasserstoff wird ein Teil der Lösung sein, wenn wir in Richtung Klimaziele 2050 oder eben auch, was die EU jetzt vor kurzem beschlossen hat, Fit for 55, also um 55% Reduktion der Treibhausgase, wenn wir diese Ziele erreichen wollen. Und grüner Wasserstoff wird darin eben eine wichtige Rolle spielen für die Dekarbonisierung von vielen Sektoren. Und da grüner Wasserstoff startet eben mit der Elektrolyse. Und die Elektrolyse wird in diesem Bereich nicht nur in Deutschland oder in Bayern, sondern auch weltweit eben eine Schlüsseltechnologie einnehmen. Wenn wir auf die Verträge heute nochmal gucken, Herr Salliger von Siemens hat das sehr schön gesagt, auch jetzt schon. Es muss nicht unbedingt immer ein internationaler Kontext sein, internationale Großprojekte. Auch regionale Projekte können jetzt schon Anwendungen von Wasserstoff in die Wirtschaftlichkeit führen. Das heißt, vor allem durch regionale Ökosysteme, wie wir es schön gesehen haben in den Beispielen, Herr Zösch hat das Beispiel Haßfurt vorangebracht, Herr Dr. Fiesner in Wunsiedel und Herr Brunner eben auch in der Region Hain-Hai-Bayern. Lokale Ökosysteme durch die Vernetzung der richtigen Partner, durch etwas Mut und auch Integration, durch Fördermittel und eben auch den Willen, in dem Bereich Wasserstoff etwas voranzubringen, können hier regional sinnvolle und auch wirtschaftliche Ökosysteme entstehen. Wenn man ein bisschen weitergeht, wir haben das gesehen, auch Nell. Das ist natürlich jetzt immer noch in der lokalen Phase und auch in Pilotprojekten, die sich langsam in Richtung wirtschaftlicher Ökosysteme etablieren, ist natürlich auch die Wirtschaftlichkeit und die Economies of Scale, also wirklich die Skalierung von Elektrolyseanlagen, ein wichtiger Punkt. Und hier haben wir, finde ich, in dem Vortrag von Nell, von den Herbert, spannende Einblicke gesehen. Also dass jetzt auch die Elektrolysekapazitäten, die CAPEX-Kosten unter den Werten von Dampfreformierung fallen in den nächsten 20 Jahren und mit dem industriellen Maßstab wie Nell und andere Elektrolysehersteller eben auch jetzt schon Produktionskapazitäten aufbauen. Und wenn wir hier im Bereich von 1,5 Dollar das Kilogramm kommen, bei zugegeben natürlich 20 Dollar die Megawattstunde elektrisch, aber auch das ist mittlerweile erreichbar, zum Beispiel in Photovoltaik in sonnenreichen Regionen, sind wir hier wirklich auf einem guten Weg. Und auch, wenn man nochmal dazu sieht, vielleicht als Zusammenhang, auch Nell hat das gezeigt mit den Partnern, diese Kuchen, Partnering und lokale oder internationale Ökosysteme werden aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht eben auch ein Kernpunkt sein, um die Wasserstoffwirtschaft dauerhaft voranzutreiben. Nochmal abschließend natürlich nochmal ein Blick auf unsere Kollegen, auch das Thema Sicherheit und Vertrauen in die Technologie Wasserstoff haben wir heute auch gesehen. In mehreren Fragen spielt eine wichtige Rolle. Also ein Wasserstoff ist ein Gas, ist und bleibt ein Gas, das aber unter Druck natürlich auch gewisse Risiken birgt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch gewisse Spezifika im Umgang zum Beispiel mit Materialien hat. Und das ist natürlich ein Thema, das sind Risiken, die sind, Herr Brunner hat das auch schon angesprochen, beherrschbar und sehr stark reduzierbar. Und das sind natürlich Themen, wo wir als TÜV Süd Ihnen und auf dem Weg in Richtung der Umsetzung von Wasserstoffprojekten weiterhin helfen können und Sie unterstützen können. Nochmal zusammengefasst, vielleicht in 2 Sätzen. Wir haben noch einen langen gemeinsamen Weg vor uns und es bleibt spannend, weil, wie man heute auch gesehen hat, sehen wir am Anfang der Wasserstoffproduktion im industriellen Maßstab. Und das ist wirklich etwas, das wirklich in den nächsten 5 Jahren, glaube ich, haben wir unglaublich spannende Jahre vor uns, was den Weg hin zu einer Wasserstoffwirtschaft bedeutet. Und auch um den Ausblick, Patrick Schmidt hat das vorhin auch schon kurz angesprochen, den Ausblick auch bei den Wasserstoffforen bleibt es weiter spannend.
Wir haben jetzt dieses Jahr noch zwei weitere Foren vor uns. Einmal am 31.08. im Saarland als lokaler Gastgeber mit dem Thema Wasserstoffregion Saar, also kleines Land, große Projekte, wo wir uns mehr darauf fokussieren, was aktuell im Saarland passiert. Wir haben sehr viele Aktivitäten eben auch lokal vor Ort, im internationalen und auch im großen volumigen Maßstab, die wir ein bisschen genauer beleuchten wollen. Und dann abschließend für dieses Jahr haben wir noch am 14. Oktober in Baden-Württemberg als lokales Wasserstoffforum, eben mit dem Titel Wasserstoff im urbanen Raum, wo wir uns deutlich stärker mal darauf fokussieren, wie Wasserstoff eben auch Anwendung findet, eben im urbanen Umfeld. Und mit diesen Worten möchte ich noch einmal sagen, Dankeschön an alle Teilnehmer, an die Referenten und eben auch die Organisatoren. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und wir sehen uns alle wieder beim nächsten Wasserstoffforum am 31.08. zum Thema Saarland. Vielen Dank.